Team heute wieder zurück am Start. Hier auf Real Life Online. Genau jetzt stoßt mich natürlich wieder auf so eine Scheiße. Auf Real Life Online. Heute wieder zurück. Und heute sind wir der echte Captain Morris bei Homeland. Ja, hat es das schon mal gegeben? Ich glaube. Wenn nicht, scheißegal. Ändert nichts dran, weil Morris ist einfach sowieso Morris. Aber ja, Freunde, wie geht's euch an diesem wunderschönen Feiertag? Jetzt werden sich die Leute denken so, ja, wie, was, Feiertag, hä? Was meint er mit Feiertag? In Österreich ist heute Feiertag. Ja, ne? Heute ist Feiertag in Österreich. Schön. In Deutschland ja anscheinend nicht oder vielleicht nur in ein paar Gebieten, I don't know. Auf jeden Fall in Österreich ist heute Feiertag. Deswegen an alle Österreicher einen schönen Feiertag und an alle Arbeitenden, ne, jo, schönen Tag, schönen Abend. Und Dankeschön der Nachfrage. Ja, mir geht's gut. Mir geht's super. Und, Freunde, habt ihr schon gesehen, was auf YouTube jetzt alles Neues gibt? Es gibt jetzt ein Andl-Gütesiegel für die extrem, für die Gütigen. Habt ihr das schon gesehen? Also ich sehe da schon so ein, zwei Exemplare herumschwirren. Bisschen warm ist. Ja, gut. Ah, pff. Bei uns ist es nicht nur warm, Alter. Bei uns ist es heiß. Bei uns ist es heiß und damit meine ich nicht meine Freundin. Das ist, es ist, ja, heute schon in der Früh spazieren gewesen, ne? Pff, so herumgegangen, so. Ja, aber es gibt jetzt ein Gütesiegel und die VIPs sind jetzt die Gütigen. Und jeder, der hier jetzt, kommerziell, ja, der hier gütig ist, ist jetzt ein Gütiger. Und bekommt auch dementsprechend Gütesiegel. Und auf Discord sind jetzt auch die Gütigen. Es ist einfach der Insider jetzt geworden. Es sind jetzt einfach, die Grünen sind jetzt bei uns die Gütigen. Ja, also alle, die hier ein Herz haben und finanziell hier unterstützen, sind gütig und sind die Gütigen. Also von dem her, ja. In diesem Sinne, ich freue mich heute schon auf den Stream. Ich freue mich heute schon. Wird wieder lustig. Mal schauen, was LA hier heute macht. Mal schauen. Wir sind hier auf jeden Fall an der Quelle. Also wenn wir hier nicht alles sehen, dann nirgends. So, ich werde auch heute mal testen, wie die Grafikmod und alles hier in Zusammenarbeit mit dem Stream und so. Ich merke schon einmal, wenn ich um einen Hauptplatz donnere, dann sind manchmal ein paar FPS-Drops. Aber das ist normal. Mit dem kann ich noch leben. Also Hauptplatz und FPS-Drops. Mit dem kann ich leben. Aber ja, wir werden heute mal schauen, wie es sich im Homeland-Stream so verhält. Oh, wen haben wir hier? Ein Gütiger! Freunde, ein Gütiger! Der Ike! Ike ist der Gütigste bis jetzt im Stream. Gucken wir mal hier. Ike ist der Gütige. Einmal hier, bitte, Freunde, für Ike. Wir brauchen jetzt keine Herzen mehr. Wir haben jetzt ein Gütesiegel. Approved. 5 VIPs hat er hier dagelassen. Dankeschön. Oder 5 Gütige. Wie nennt man das? Er war gütig. Dankeschön. Elli, geil. Mit 2,49 kannst du heute die Stadt überfluten. Ah, nee. Oh, nee. Ich glaube, das ist zu vieles Guten. Das ist heute nicht gut. Das kommt nicht gut. Weil gestern ist sowieso schon 5M down gewesen. Wir müssen die Leute halt mal ein bisschen schonen. Ich glaube, wir sind heute mal die netten Homelander. Außerdem sind wir heute ein PD-Homelander. Oh! Schatzi, auch mit einem Gütigen. Da gibt es nochmal ein Gütigen-Siegel hier rein. Für die Gütigen. Es ist einfach... Es... Ei! Dankeschön! Das macht Laune. Das macht Laune. Ich finde das geil. Und mir ist aufgefallen, Freunde. Und das ist jetzt überhaupt das Geilste. Schaut's mal rein, jetzt die VIPs heißen auch Gütiger, ne? Und falls ihr bei Gütiger ist euch mal aufgefallen, ja geil, der erste Crash, ne? Super, toll. Bei Gütiger steckt das Wort also Tiger drin. Das hat so perfekt gepasst einfach. Okay, es kann sein, dass ich da vielleicht ein bisschen was an der Grafikmod noch stellen muss, aber im Homeland ist er gerade, ja... Im Homeland ist er gerade noch zickig. Homeland mag er gerade nicht so. Alter. Wer haben wir hier? Also ich finde es super. Docker, auch der Gütige. Und viele Resubs. Dankeschön. Also ich Prime Kitty. Super. Hey, Adel, finde ich sympathisch. Mach weiter so. Dankeschön. Das kriegt ein Herz. Schaut, ich kann sogar herzen. Michael, ein Gütiger. Stell dir mal einen Horrorfilm auf Schweizerdeutsch vor.
Ob 8, da spukt der Geisterli im Hütteli. Stellt euch einmal vor, ich gebe mir jetzt kurz selber die Copyright. Ne, scheiße, ich hab ja no Copyright Musik. Scheiße, warte mal. Stellt euch vor, ein Horrorfilm im Schweizer Dialekt und so eine Musik im Hintergrund. Alter, da könntet ihr The Nun schauen, ihr könntet alles schauen, ne? Der Film wäre lustig. Wir könnten uns jetzt einen Horrorfilm anschauen. Schweizerdeutsch, hinten kommst schon hier, ist ein Geisterli, guck mal. Du schon mal hier und musst mit den Rüterli rein. Stell dir das vor und dann hinten noch so eine Mucke. Statt so diese creepy Horrormusik, ne? Stellt euch das vor. Ich schwör's euch, jeder Horrorfilm wird auf einmal lustig. Sag ich euch, jeder Horrorfilm instant lustig. So. Ja, mal schauen. Im RP hat es auf jeden Fall immer funktioniert mit ohne Crash, wollte ich schon sagen. Aua! Mit ohne Crash. Ich hoffe, dass das auf... Aber das war ja so auch immer. So. Wir werden es mal testen. Was ist deine Meinung, dass Rockstar das Team von 5M übernommen hat? Ja, gespalten, muss ich dir ehrlich sagen. Gespalten. Es kann sich eine gute Entwicklung dadurch ergeben oder es kann nicht so gut sein. Also ich finde es super. Wenn Rockstar Games es schlau macht, ist es für jeden hier vom Vorteil. Und sie nutzen das Wissen von 5M und sie nutzen das... Scheiße, mein Bildschirm. Und sie nutzen das Wissen von 5M und sie nutzen das Wissen von Rockstar also und kombinieren das Ganze einfach, ne? Das wäre natürlich optimal. Sag ich einmal so. Das wäre natürlich ideal. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich hoffe nur nicht, dass sie irgendwie dadurch das RP oder halt allgemein diese ganze Struktur oder diese Community ein bisschen da durchhacken, weil sie ihr Zeug durchsetzen wollen. Das hoffe ich nicht. Ich merke, heute wird ein guter Stream. Vielen steigt die Hitze wieder in den Kopf. Und dem Größten mir selber. Michael, Dankeschön für 10 Euro und diesen wundervollen Beitrag. Daxi, wie wäre es heute mit der großen Betriebssteuerprüfung auf RLO von Homeland? Auf Weihowei. Stimmt eigentlich. Direkt mal reingehen und Steuer prüfen. Steuerabgaben, Steuereintreiber, Andel. Ach, die scheiß Sirene habe ich auch noch immer vergessen reinzutun. Och nö. Den Soundpack aktualisieren. Das muss ich fast beim... Das hätte ich jetzt gleich nutzen können beim Crash. Ich habe es voll vergessen. Ja, wo ich beim nächsten Crash, dann hau ich es mir rein. Ist jetzt auch offiziell verboten, Sachen für Echtgeld zu kaufen. Das ist eigentlich schon mal ein echt guter Schritt, was hier Rockstar Games durchsetzt. Das haben sie echt gut gemacht. Das haben sie gut gemacht. Manu77, schön dich zu sehen. Schönen Abend. Eine gütige. Dankeschön. Da gibt es nochmal, warte mal, es gibt hier jetzt noch... Wir müssen jetzt jedes Mal, wenn jemand gütig ist, müssen wir hier... Bis mit den statt Herzen gibt es jetzt das Gütesiegel. Das Andel Gütesiegel. Kommt mal auf so eine Scheiße. Aber auf jeden Fall, gütiger steckt das Wort Tiger drin. Und das macht mich irgendwie ziemlich stolz. Muss ich sagen. Aber weißt du was, bevor ich mich da jetzt im Homeland Charger herumfahre, werde ich das weiter probieren mit. Ich werde mir jetzt einfach mal ein bisschen das Game auf seine Nieren prüfen. Ich werde mich da herum DP'en und schauen, ob es irgendwo crasht oder was auch immer. Bist du da? Das hört sich so an, wie wenn da gerade jemand hinpisst. What are you doing? Jeremy, Klaus und nur so ein Boy. Beide auf jeden Fall im Kochen. Meine Güte. Jungs, was machen sie da? By the way, Freunde, Dankeschön für die 137.000 Abonnenten. Auf viele weitere mehr lassen sie gerne ein Abo da, wenn sie nichts mehr verpassen wollen. In diesem Sinne. Aber. Oh mein Gott, ein Gütiger. Ein Gütiger. Wer ist denn? Jan Wipper mit 10 Euro. Hallöchen, du geiler Typ. Liebe deine Videos und Streams. Kannst du mich grüßen? Kuss auf die Nuss. Alter, Jan, du bist der geile Typ hier. Ein Gütiger. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Ach, das PD. Okay, schau, wer da ist, der Julian. Den Garn drücken. Der Julian. Daran denkst du einmal und dann holst du den Spritzer raus. Aus der Box. Guck mal. Jetzt wissen wir, warum er nicht im Stream ist, ne? Minus Spreizer.
Kopf und Brust. Okay. Julian macht jetzt den Spreizer. Atmung, wie sah es da aus? Atmung soweit bisher stabil, keine Probleme angegeben. So, wir haben einen Jan Wipper, dankeschön, du geile Sau. Kuss geht raus. Und Pyro Danny, feier dich, schöne Grüße aus der Eifel, mach weiter so. Alles Gütige, da warte mal, da müssen wir wieder mal rein hier. So gütig heute wieder der Chat, unglaublich. Sie gibt einen approveden Siegel. Krieg mal hin. Wunderbar. Julian gerade. Julian ist gerade im FD-RP. Ja, ich warte einfach mal. Die erste Aktion von Julian Rieser. Kriegst du es hin? Live on stream. Irgendwie nicht. Da mach ich das. Ja, was? Uiuiui. Ist noch. Der Spreizer, der hat noch zu viel Gewicht. Die Tür wieder zu, Tja. Das ist meine Tür. Das echte BD hat's wieder überschlagen. Jo, jetzt. Achtung, Tür! Ich jo! Einmal Tür zu fahren, finde ich gut. So. Alter, die hat gerade fast hier ein. Ja, wer macht das nicht? Türsurfing. Da runter, in den Hügel. Büro Danny, Dankeschön, auch für dich nochmal ein Siegel. Approved. Dann einmal die Kopfhörer wieder ab. Und die Decke kommt hier einmal wieder auf die Kanten. Dann kannst du mit der Trage ruhig. Das war gerade Zufall, dass ich die da entdeckt habe. Ich bin da gerade über die Berge und Täler geflogen. Das kann du zu. Ey, oh, alter Mann. So. Linken 50. Ja, alter Mann. Schau, wie es ihn anscheißt. Lappenhans. Er wurde gerade geleakt. Kater hat ihn einfach gerade den alten Sack genannt. Alter Mann. Okay, wir schauen mal weiter. Tony hat nochmal informativ, das die ist gesagt, 0135 ist offen und dort bitte dann Beweise rein und Zeugenaussagen. Schieb es runter. Hast du meine Spende vorgelesen? Also, warte die ich mal. Jetzt vergessen habe zu pingen. Anime, dankeschön für 1 Euro. Ein gütiger. Dankeschön, du hast vorher auch schon fürs Subben. Kuss geht raus. Greta Gutenberg, auch ein gütiger mit 5 Euro. Hallo Antl, hoffe es geht dir gut und viel Spaß beim Streamen. Ja, dankeschön. So, Treter, letztens, ne, Mechaniker-RP mit dir war mega. So. Spaß gemacht. So. Dann würde ich mit Ihnen gleich einmal ins Ocean fahren. Okay, ja. Okay, was passiert da hinten? Ich muss halt die Grafikmod mal auslasten. Ich muss halt mal richtig, muss mal schauen, was geht heute. Muss mich herumporten so viel. Ist da niemand? Oder hat es denn da schon den Gletscher runtergehaut? Nee. Ist for real? Wo ist denn der hin? Da ist ja niemand. Haben die Blips gerade wieder komplett. Oder es ist halt wieder irgendein Homelander, der gerade herumfliegt mit seinem Jetpack. Ist da ein Lancer gestrandet? Aussage, ach, ihr habt ja 2 Ambulanzen im Dienst erkannt. Ach du Scheiße. Kurz sein Haus brennt. Das ist trotzdem scheißegal, die haben eine Regelung. Offizielle von denen. Oha, ich sehe aber, heute ist FD im Dienst und zwar gar nicht wenig, ne? Alter, kurz ein Haus in Flammen. Ich sehe schon, aber heute, wenn es FD so da ist, könnte man mal wirklich fürs FD ein geiles Szenario machen, fällt mir gerade auf. Ist Franz da? Haggis. Ist nicht da. Haggis. Haggis. Hackelfeucht. Auf jeden Fall, das wäre geil. Irgendwie wär mal geil, wenn man. Könnte das. Fest. Wisst ihr, was heftig wäre, wenn man das Boot anzündet? Die Yacht anzünden. Dann müsste das FD mit Booten und allem ausrücken. Das wäre schon geil. Fällt mir gerade so auf. Ich lasse die mal ihr Szenario fertig machen. Das kann man nachher was. Oh mein Gott! Der Allergütigste! Freunde, das gibt ein Siegel! Oh no! Kotzi, zünd einfach alles an! Ja, einfach so 10 Brände gleichzeitig. Das Andl-Gütesiegel Austria. So, und Anubis 1337!
abendet, 137 Euro mit Überweisungsgebühren. Ein absolut gütiger. Ein absolut gütiger. Oh mein Gott. Dankeschön für diese großzügige Spende. Das ist krank. Das ist krank. Dankeschön. Meine Herren. Ist das viel. Oh no. Aber auf jeden Fall Dankeschön. Ein Wahnsinn. Da. Die Rookies. Auf der Police Academy. Da. Alle schon die Jugend von heute. Nur mehr am Tablet. Schon. Sechster See. Das ist die Jugend von heute. Nur mehr alle am Tablet herum. Kannst mit denen aber mehr reden. Sie kommunizieren nämlich über Viber. Und damit meine ich nicht Frauen, sondern diesen Messenger. Ja? Viber mit V. Viber. Könnte man in Österreich kann das was denken. Ich gehe jetzt herum. Mogst schreiben über Viber? Das wäre eigentlich... Damit könntest du eigentlich so richtig dich in so eine richtige Scheißsituation bringen. Stell dir vor, du sitzt mit deinen Freunden. Sitzt du so am Abendtisch und deine Freundin ist dabei. Und dann sagst du deinem Buddy von dir, sagst du, mogst schreiben über Viber? Dabei meinst du den Messenger und deine Freundin sitzt so neben, Alter, und gibt dir schon den Blick so, als ob du heute nicht auf der Couch schläfst, sondern in der Hollywood-Schaukel vor der Tür. Scheiße. Ey, aber Anubis, herzlichen Dank. Das gibt auf jeden Fall ein Gütesiegel. Da könnt ihr auch nochmal, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch nochmal richtig Herzen nachschießen. Das ist insane. Dankeschön für diese großzügige Unterstützung hier. Und ich mache auf jeden Fall halbe. Dankeschön. Schreibe ich gleich. Jetzt muss ich rechnen. Da auf dem Finanzamt. Ich finde das super. Das macht nämlich auch Sinn. Blink 57, Trinity 6 Cent. Da macht es nämlich auch Sinn. Auf dem Brief vom Finanzamt drauf. Schreib's im Staatsgefängnis. Da so, das sind ein paar Hehu. Hey, der Hehu, der spielt auch noch. Der ist ja auch schon ewig dabei. Ach du Kacke, wie sieht denn er aus? Eluis. Die schauen sich gerade alle wahrscheinlich, weiß nicht, 50 Shades of Grey oder so mal an. Weiß nicht. Irgendwas werden sie schon tun. Schaut da Edin im Häfen. Sehr klar, dass der dort ist. Poliere ich dir selber noch die Fresse, wenn ich rauskomme. Ich schwör's dir. Bro, wer soll mich denn hier abknallen, Mann? Digga, diese Leute, Mann, du checkst es nicht. Schalt mal ein bisschen den Kopf ein. Ich weiß nicht, ob du zu viel gebufft hast, Mann. Ich glaube, das ist schon dein Kopf weggeraucht, Mann. Bro, Alter, ich hab grad am Hauptplatz einen getroffen, yo. Der meinte, wenn ich was getroffen hab, ich soll den anrufen, Alter. Der kauft mir das ab, yo. Das ist einfach... Mann, ich geh schauen, wo Jamal und so sind, Mann. Jamal, verpiss dich von hier. Oder was? Natürlich, Mann. Ich schau, wo das die erinnert mich, das ist, wenn du die Lancer nimmst und in einen blauen Farbtopf reinhaust, dann hast du das da. Mann, ich chill jetzt hier. Was soll ich machen, Alter? Die ganze oder Zeit fahr rum, tun, Mann. Bro. Fahr rum, raub Leute aus. Keine Ahnung, ja. Nein, Mann. Da hat sich jemand ganz stark inspiriert, Alter. Da hat sich jemand ganz stark inspirieren lassen, würde ich mal behaupten, ne? Sally Sun mit 5 Euro, kleiner Andel, meine Freundin schaut dich immer zum Einschlafen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Edin ist auf 3-0 gefixt, den kannst du nicht mehr retten, Alter. Da ist schon alles vorbei. Gern zum Einschlafen, kannst du mal grüßen, sie heißt Alina. Ja, liebe Alina, herzliche Grüße und ich hoffe, durch mich schläfst du auf jeden Fall besser. Naja, wenigstens habe ich einen Nutzen, ne? Wenn ich schon nicht entertain, dann als ASMR-Content-Creator. Da kann ich auf jeden Fall durchstarten und Fuß fassen, habe ich gehört. Gelesen, auf dem Hauptplatz in der Zeitung. Vorher sucht die mit einem Euro, gib nicht alles auf einmal aus. Dankeschön, so gütig von dir, mit Überweisungskosten. Sehr, sehr gütig. Dankeschön. Und ich gebe mir Mühe. Danny, danke für 2 Euro. Mal eine Kleinigkeit für dich und Xyron, den Server mit von Danny. Dankeschön. Warte mal, schreibe ich mir auf. 2 Euro von
Danny, auch auf den Brief des Finanzamtes, wovon ich letztens 6 Stück auf einmal bekommen habe. Geil. So. Wir müssen weiterschauen, was die Leute gerade so treiben. Wie geht's da voran mit dem FD? Da brennt es ja unterhalb noch, sagen wir mal. Aber irgendwie wäre es nice, entweder die Yacht oder einen Flugzeugträger anzünden. Aber Flugzeugträger wäre extrem wild. Die haben auch da so viele Maschinenräume. Alter, das wäre fürs FD, das wäre geisteskrank. Denke ich mir. Das wäre echt geisteskrank. Könnte man, das mache ich jetzt. Ich gehe einfach einen Flugzeugträger anzünden. Da sind sie sicher komplett überfordert. Warte mal, Start, Fire. Das haben wir mal gehabt, 444 oder so. Oh, oh. Aua! Ich zünde jetzt einen Flugzeugträger an. Ich mache jetzt mal ein Dispatch ans LAFD mit einer anonymen... Holy shit, war das gerade epic. Hat das jemand geklippt? Das war epic. Alarm. Brand meldete Anlage am Flugzeugträger. Alarmstufe. Rot. Hä? Raus! Den lassen sie abfackeln. Das machen, ne? Da ist Staatseigentum. Da steht ein paar... Jetzt kann ich wieder stop all fire, ne? Jetzt muss ich wieder alle Feuer wegmachen. SBLP Gaming. Ganze Show hier. So, wieder mal TX. Fuck. Das setze ich einfach neu. Ja, als ob er es gewusst hätte, dass ich da gerade Feuer setze. Aktionen DM. Weg. Fragezeichen. Gut. Nobody, servus Heisel. Schönen Abend zusammen. Servus. So, warte mal. Das FD muss ich jetzt sammeln. Die haben jetzt richtig die Scheiße fett. Wobei, bevor ich das mache, schaue ich nochmal zum SPLP. SP. Schon hin. Immer da die Scheiße. Gibt's ja nicht. Stop all fires. Was sind die noch immer jetzt? Muss ich jetzt das Feuer. Das unterm Haus ist weg. Eieiei. So, okay, Homeland muss her. Hallo. Moin. Also, das Feuer an sich ist jetzt weg, aber wir haben jetzt da noch dieses Standard-GTA-Feuer, was sich ausbreitet. Anscheinend. Ja, ich würde das einfach mal so lassen. Ja. Ich glaube, das geht von selber dann weg. Ist eh nur kurz ein Level up, passt schon. Jo. Passt, danke. Jo. In den Busch. Das geht von selber weg, sonst muss ich das Fire-Script restarten oder was soll. Ja, es geht von selber weg, wusste ich doch. Gut, weiter hier zum Alarmpunkt. Warte zum Flugzeugdreher. Muss ich einmal zum Drescher. Rüber. Denim, also haben wir schon. Nobody, ich danke dir nochmal. Kuss geht raus. Sag mal, hast du NVE mit Reshade drinnen von NVE? Nö, habe ich nicht. Ich habe... Ah, doch, habe ich. Ich habe NVE Color drin. Stimmt. Doch, habe ich. Hattest du recht? Sieht scheiße aus, oder was, Nolly? Wenn ja, dann tut's mir leid. Wobei, das wäre eigentlich geil, wenn es am Ende erst zum Brennen anfängt, ne? Wo könnte ich ihn? Oben könnte ich was setzen. Das Problem ist, ich kann nicht zu viel setzen. Aber das wird auf jeden Fall heftig, weil sie kriegen ja keine Feuerwehrautos. Die müssen da mit Booten antanzen. Oh. Kotzi! Dankeschön! Für 50 Euro mit Überweisungsgebühren.
der Gütige. Der Allergütigste. Natürlich, der Allergütigste heute ist Anubis, aber der Zweitgütigste ist Kotzi. Macht's mal eine Kombi aus Andels Gütesiegel mit Herzen. Dankeschön, mein Jüster. Ich hoffe, dass die auch anfahren, ne? Vor allem das... Ich will noch ein bisschen warten. Ich will mal schauen, was sie jetzt tun. Und dann setze ich das Feuer erst recht frisch. Weil dann sehen sie es auch. Dann ist es auch gut gesynkt. Da unten in der Halle da irgendwo. Da muss es auch definitiv brennen. Ich werde vielleicht sowieso auch so machen, dass ich das Feuer kontinuierlich ausbreite. Also, dass ich zuerst mal nur eines mache. Und dann werde ich es, wenn sie da sind... Ich werde mal schauen. Wisst ihr was? Ich habe den Dispatch jetzt geschickt. Ich werde auf dem Weg zum Meer, werde ich dann erst anzünden. Weil dann synkt sich es nämlich auch gut. Ich werde jetzt mal schauen, was sie jetzt einmal tun. Dieses LAFD. Was jetzt machen, was der Plan ist. Weil die müssen sich jetzt sowieso mal auf Boote oder Hubschrauber oder was auch immer satteln. Mal beobachten. Lost Eye ist jetzt ein Gütiger, aber... Ein Gütiger, also aber Pro. Super. Kuss geht raus, dankeschön. Nochmal Sharon Jesche mit 2 Euro. Was läuft? Ja, alles was Beine hat. Ich hasse immer diese Aussage, jetzt bringe ich sie selber. Okay, bei der Basis sind sie noch nicht. Ich verfolge mal den SPLP, weil der scheint ziemlich hoch zu sein vom Rang. Oh, 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 die kommen schon mit dem Hubschrauber hin. Okay, jetzt muss ich schnell sein. Die gehen da jetzt mit dem Hubschrauber hin. Na, oh nee, jetzt habe ich mich zu weit. Oh, jetzt fahre ich wieder ewig hoch. Hallo. Okay, sie machen es mit dem Hubschrauber. Es sieht geil aus. Hast du irgendwas daran verändert? Weil es sieht etwas anders aus als letztes Mal. Ich habe... Eine Kleinigkeit habe ich nur geändert. Also, ich habe es weniger hell gemacht. Ich habe es ganz leicht, habe ich es noch einmal angepasst. Aber danke fürs Kompliment, dass es jetzt noch besser aussieht. Herzlichen Dank. Klein wenig habe ich es noch verändert. So, die kommen jetzt. Okay, okay. So. Ein Monat geht noch, einer geht noch rein. Kotzi auf jeden Fall immer. Linken 50-10-8. Wieso? Sharon, dankeschön. Und Michael, musst dir noch was über Rammstein sagen? Das Lied Sonne ist echt geil, aber umso öfter das man hört, umso besser wird es. Das hat was, ich weiß. Irgendwie. Das ist ein Fakt. So, warte mal, ich muss mir irgendwo verstecken. So, dass da mal schön raucht. Ich muss mir jetzt aber Gift-Weapon. Gift Weapon 265 Weapon Unterstrich Sticky Bomb. Und dann haue ich mir mal so 20 Stück rein da in die Weste. Das knallt auf jeden Fall. Da ein paar Haftbomben. Damit es auch am Flugzeugträger ganz schön knallt. Die kommen schon. X-Ray 47 im Funk, wir brauchen bitte sofort Einheiten beim State Prison. Da ist irgendeine Geiselnahme gerade. Wir haben keine Sicht drauf. Geiselnahme im State Prison. Bekannte Anfänger, Linken 54 responded. So, jetzt kann ich die Feuer auch kontinuierlich. Linken 76 responded. Kann ich auch die Feuer setzen. Oh nein, jetzt habe ich mir nochmal Startfire. Wir brauchen dringend Einheiten am State Prison. Da ist eine Geiselnahme gerade am State Prison. Ich werde nicht mehr. Edin, der Allerechte. Warte mal, da oben oder? Da oben, da kann man rein, ne? Die Kabine da oben, die zünden wir auf jeden Fall an. Was am State Prison? Vermutliche Geiselnahme, wir haben keine Sicht, es klang nur so, okay. Als ja, hier geht's da jetzt raus und ja. Klang unschön, das war ein goldener Meiler vom Gelände. Aha! Vorhin was mit denen und diesen Bennets. Golden Edges Kartell, die Geiselnahme auf dem Ding. Eieiei, da müssen wir auf jeden Fall auch gleich mal hinschauen, wenn wir da mal... X-Ray 26 im Funk ein.
Da ist gerade ein Hubschrauber verschwunden, das wollte ich gerade. Für dich aber die Lage nach wie vor unklar. Wir sind noch ein bisschen im Abarbeitungsbereich drin. Wir gehen nicht raus. Okay, die sind da gerade ein bisschen stressed out, ja. Check für die X-Rays, Helm Maskenfreigabe. Ich selber responding ETL ca. 2 Mai. Das FD hat jetzt. Ein Raptor vor Ort, eine G-Klasse, eine Agera. Person in Bellinger Kleidung. Bellinger Kleidung, was? What the fuck geht denn da ab? Nobody, die Gütigen sind wieder unterwegs. Das eine ist Daniel. Dankeschön! Warte mal, da könnte ich noch einmal, weil da geht's rein. Da ist auch so eine kritische Stelle, ne? Warte mal, weil da müssen sie nämlich runter. 28 für X-Ray 47. Informativ, der. Positiv. Also, sie haben auch einen Löschhubschrauber. Der eine wurde von anscheinend Bellingern oder sowas eingepackt. Sogar 5 Minuten zu spät. Mit einem Löschhubschrauber. Uiuiui. Ey, lass mal ein Gütesiegel für den lieben Nobody. Ein Herz und ein Gütesiegel. Jetzt gehen wir so ein bisschen einschüchtern, hat er die Burm. Ja, informativ. Geiselnahme am State Prison ist anscheinend negativ. Die sind anscheinend schon weg. Person, aber. Ja. 59. Was, das Ding zerstört den Hubschrauber nicht? Brauche ich 2? Ja, so ein Person hellblau gekleidet, mit dem Skateboard gerade auf dem Weg auf dem Highway. Vielleicht kannst du euch überlegen vom Didi. Das war jetzt. Sollen wohl 2 goldene Mai was gewesen sein. Die haben dort jemanden eingeladen. Ich noch eine Einheit dazu auf dem Highway. Ja, links könnt ihr hineinkommen. Guck mal. David Einheiten, dann ist wieder Frage. Situation am State Prison Code 4? Nein. Ja, ich gehe mich mal kurz von den Herren, die hier noch da sind, abholen lassen. Was ist hier Phase? Achso. Wollte mal einfach gerade auf dem East Highway, statt einwärts. Wo genau? Beim Skateboarder. Okay, sie machen das, was auf Feuer ist, auf der Decke oben. Machen sie Dinge und sie gehen mit 2 Fighter, gehen sie rein. Verstehe schon. Ich glaube, das ist sogar ausbreitendes Feuer. Dankeschön, Hase, noch einmal für ein VIP, die Gütigen. So. Okay, okay. Da unten muss ich jetzt ein bisschen zündeln. Ja, Informativ. Sind wohl blau gekleidete maskierte Personen rausgekommen. Waren wohl aber auch nur diese Person. Warte mal. Circa 10 Minuten her. Situation soweit, Code 4, X-Ray wechseln. Da unten ist gefährlich. Ist ja die Höhle des Löwen, haben wir da. Kann man den da wegsprengen? Deutschland-Dispatchern am R und SD schreiben, falls die wen da haben. Ich mach da jetzt da hinten close eine. Hinter uns direkt. Ja, die Box hier. Ja. Schau, wie es Mob. Informativ, die Person, die entführt wurde, ist. Ja, die Armen! Wurde von. Beziehungsweise, es wird vermutet, laut ihm, dass er von den Leuten entführt wurde, mit denen sie sich angelegt haben. Wo sind denn da noch so Raketen? Da sind noch so Bauten. Wir wissen alle, wer das war. Achtung, wo? Ja, linken 50 vor Informativ. Ich habe gerade mit einem vom Kartell in Bellinger Kleidung gesprochen. Er wurde gerade entlassen und kann dazu keine Aussage machen. Achtung. Das ist für Covid der One-Start, wenn wir mitfliegen. Es geht ja Standardfeuer, schon wie es brennt. Aber da noch irgendwo Raketen? Nö. Start im CNDPD. Alter, Sonja! Haut 11 Subgifts raus! Das ist ja nochmal gütig. Situation am State Prison dann geklärt, das Rücken. Das ist ja noch. Alter, da muss ich nochmal. Das gibt nochmal ein Siegel, Alter. Wie aufs Bio-Rindfleisch. Eieiei. David, Einheit Brücken ab. Sie lösen es aber gut. Sie sind halt mit dem Hubschrauber angefahren. Man müsste so ein Szenario mal größer aufziehen, so eine Riesenübung, wo es wirklich mit Booten und allem drum und dran fährt und dann so richtig die dort eine halbe Stunde auf Trab halten
Und wenn sie sich scheiße bewegen, muss das einfach beinhart anzünden. Wo es wirklich ernst wird, ne? Du siehst, okay, die sind jetzt da nicht so. Er probiert da reinlöschen. Oh, der Hubschrauber! AFK, jemand in Prison. Warte, das kläre ich gleich. Alter, habt ihr gerade gesehen, der Hubschrauber! Bam, Junge! Was der gerade zerrissen hat. Alter, der hat sich gerade sicher so erschrocken. Oh, oh, oh. Okay, ich geh mal kurz zum Bros. Wo ist denn der? Da oben. Was ist das für ein Haufen da? Okay. Muss da rein. Ehu. Diggi. Hallo? Hallo. Der macht seit 20 Minuten gar nichts, Digga. Hallo? Hörst du uns? Ehu? Hey, Bruder. Der steht schon seit 20 Minuten auf derselben Stelle, ja. Uhe? Ehu? Mit einem Oder warum hast du explosiven Sprengstoff? Das ist ein Paket. Wird sich schon wieder melden. Dankeschön. Yo, shit, Alter. Ey, gib mal was von dem Sprengstoff, Mann. Ah, Digga, Bruder. Was war da jetzt für eine Geiselnahme am State Prison? Also, die haben den wahrscheinlich abgefangen, ne? Wo könnten die sein? Da vorne irgendwo? Schau ich mir das mal kurz an. Dann haben wir das FD jetzt immer. Ach, da hat sich das ganze BD jetzt aufgebaut. Oh wei, oh wei. Ey, lass mal, Dankeschön, ein riesen Dankeschön an Sonja nochmal für 10 gütige Subgifts. Danke. Ey, ein Wahnsinn. Ihr seid echt alle zusammen ein Wahnsinn. Ach, da drüben sind die schon. Die sind das. Jimmy Walker gehört wahrscheinlich dazu, oder? Die haben den da gekidnappt. Alles klar. Oh oh, was ist denn da los? Seht ihr ihn bei den Lancern? Na, das sind blaue Fake-Lancer. So ein Ding ist das. So. Im Knast darf man AFK sein, oder? Nein. Man darf AFK sein, aber man muss jederzeit ansprechbar sein. Sprich, man darf nicht AFK sein, aber man darf jetzt hinten YouTube-Videos schauen oder sonst was. Aber man muss zu jeder Zeit ansprechbar sein, was der Herr nicht war. Steht auch so schwarz auf weiß im Regelwerk. Ich lasse den Funk trotzdem. Ich will da zuhören. Was hier passiert? Wollen Sie ihn jetzt hinrichten? Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht. Nobody nochmal mit 5 Subgifts. Dankeschön. Ist da noch irgendwo was Auffälliges? Hat er noch Handschellen? Oder sag, wenn du unten bist, ich hab ihn schon in der Hand. Herzlichen Dank. Ist eine geile Location, aber zum Entführen. Check. Nobody auch nochmal richtig gütig mit 5 Subgifts. Ich küsse dein Herz, Bro. Dankeschön. Es ist so warm, ey. Ist bei euch auch so warm. Boah. Heiß. Es gehen in Harden hin. Super, dann sind die Parkplatz. Alles klar. Verdammt, Mann. Die haben ihn eingepackt, Mann. Alles klar. Ich warte hier. Also, wenn die dein Bellinger-Kostüm und so ein goldenes Ding, das muss doch Kartell sein, ne?
Geht ja nicht anders. So, wir müssen jetzt einmal hier für alle Gütigen müssen wir mal... Lassen Sie alle ein Like da. Ein riesen Like-Haufen hier rein in den Stream beim Pulver. Dankeschön für euren Support. Oh no. Marcel Schüssler mit 5 Euro. Guten Abend, mein Freund. Kannst du was singen? Hashtag 28 Monate. Ob ich was singen kann. Willst du dich von etwas trennen, dann musst du es verbrennen. Willst du es nie wiedersehen, lass es schwimmen in Benzin. So, was machen die jetzt? Gibt's mal Gummi? Vielleicht laufen sie irgendwo in die Fittiche. Machen sie jetzt den Gummi. Okay, jetzt kam Kommandolauf. Der One zwischengelandet, 18.41 Uhr. Jeremy Klaus und... das war eine Aktion. Jimmy Walker und Lukas, der Freche. Rein da ins Auto und weg mit dir. Wir fahren jetzt hin. Swinger Club. Keine Ahnung, wo sie jetzt hinfahren. Wir werden sie jetzt verfolgen. Wir werden jetzt beobachten, was sie tun, die Herren und Damenschaften. Also es ist keine Damenschaft dabei. Das PD gerade so ahnungslos, so richtig so... Das muss eine schnelle Aktion gewesen sein. Die müssen da rein, raus, fertig, aus. Das muss... Das war wahrscheinlich binnen wenigen Minuten. Wir haben sie im Funk nur so leicht mitbekommen, währenddessen wir den Flugzeugträger angezündet haben. Ja... Was denkt ihr, wo sie jetzt hinfahren werden? Was denkt ihr? Friedhof? Zur Mine? Ah, okay, sie biegen ihn schon mal in die falsche Richtung. Irgendwo in den Wald rein? Nur der Wald ist riesig, ne? Was? Wo könnten die hin, Freunde? Was ist schon da? Nudistencamp. Hoffentlich, ich liebe Donner. Wisst ihr, wie verfressen ich bin, Freunde? Ich habe gerade in den Chat reingeschaut und habe gedacht, hoffentlich, ich liebe Döner gewesen statt Donner. Und dann bin ich draufgekommen, Döner hat ja nicht 2 N. Fuck, Mann. Folterkammer am Hafen, da gibt es eine Folterkammer? Wenn ja, das wäre epic, die kenne ich nämlich nicht. Stell dir vor, jetzt kommt da so ein Cop entgegen, gibt eine epische Verfolgungsjagd. Oder sie bringen ihn wirklich hoch auf den Berg und ziehen ihm die Schuhe aus, schießen ihm ins Knie und sagen, Bro, lauf. Sägewerk. Oh. Er won wieder 10-11. Hand absäbeln. Und um 18:43 Uhr. Haben die jetzt schon Stress oder was mit dem Kartell? Die sind stark, Alter. Die gibt es gefühlt seit ein paar Tagen und haben schon wieder Stress mit dem Kartell. Echte Entführung. Hab's auch gelesen. Die sind alle verfressen. Beim Tunnel ist? Tunnel rein. Moment, ich hol dich dann einmal wieder raus. Ja, was passiert hier? Dann mach ich mal kurz die Handschellen los. Wenn du irgendeine Scheiße baust, hast du ein Problem. Nein. Ich komm da mit dem Messer. Was soll ich machen? Jo, ich weiß nicht, was abgeht. Alter. Hast du Essen, Trinken dabei oder brauchst du was? Ich hab, ja. Hat er gesagt, dass er Hunger hat. Jetzt holt er Messer, sticht ihn ab. Was ist das so? Dann nehme ich ihn gleich wieder. Danke. Jo. Bei uns gibt es ein Dönerwetter. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist das PD. Das ist eine. Das ist, weil sie gesehen haben, okay, geil, Lancer. Jetzt hat sich das PD gedacht, okay, wir machen uns auch jetzt einen Hood RP. Und zwar, wir machen die blauen.
Schaut immer, die Folterkammern, die Standardmission kennt fast niemand. Am Hafen. Okay, heftig. Ja, ich kenne nur die in der Stadt, dort die Kleine, dort aus dieser Szene, wo Trevor den einen Typen da so niedermetzelt. Aber, da, Sandy da, irgendwo kenne ich keine. Ich hoffe, wenn dann, dass die hier irgendwo ist. Ding 52, 10-8, 10-19 Mission Road. So viele Häfen. Aber vor allem, wie sie reden, wie die Lancer. Yo. Fuck, bro. Das ist zu much, man. Das ist ein bisschen matcher für mich, yo. Das Hut-RB wird auf jeden Fall angetrieben. Freue mich schon auf 3-0. Auf 3-0 wird es dann wirklich Hut-Fraktionen geben und da wird es dann auch richtig geil. Da gibt es auch schon Mapping und alles für die Hut. So geil. Dispatches für den Rang höchsten Dienst. Mittig über der Insel, unterhalb der Map. Sägewerk. Wer auch immer Sägewerk geschrieben hat, hat er absolut recht. Verdammt, Mann, wir werden deine Zehennägel zu Holz verarbeiten. Welches Reshade-Preset hast du drin? Mein eigenes. Guck. Das sind meine Loot-Werte. Also abgucken. Das sind meine NVE-Color-Werte. Ich muss mal kurz durchscrollen. Ich habe da einfach eine Stunde lang herumgespielt, bis es mir gefallen hat. So. Kommen jetzt noch die Familie nach. Ist Tony Magnum da? Nö. Die kommen auch noch. Okay. Verdammt, jo. Soll ich ihn rausholen? Nö. Wie bitte? Ja, ja. Habt ihr das Klebeband wieder drauf gemacht oder habt ihr es unten gelassen? Das hast du nicht ganz runter gemacht. Servus. Hallo. Okay. Verdammt, Mann. Ist irgendwie ein Handy eventuell? Ich gebe ihm einen Headshot. Von über einer Stunde von der Mechanik. Ja, schau mal, braucht er glaube ich nicht. Nehmen. Soweit ich weiß, ist das schon. Meinst du, braucht es nicht? Nee, ich glaube nicht. Jetzt bestimmt nicht. Raus. Jo, hat denn irgendeiner von euch versucht? No. Nee. Hat keiner gemacht. Haben den nur mitgenommen. Wir hatten die Zeit dafür nicht. Okay. Der Hut, Alter. Wie wenn es alt wild west. Ich nehme deine Tech 9 und deine Glock 17. Die brauchst du eh nicht mehr für heute. So shit, Mann. Das waren meine einzigen Waffen, ja. So, ich will von dir wissen. Warst du mit oder bei den Überfall mit dabei? Was für ein Überfall? Und lüg mich nicht Überfall. Jo. Lüg mich ja nicht an. Alter, ich bin aufgewacht, ja. Am Hauptplatz, ja. Ich hab versucht, meine Homies, meine Bros zu erreichen. Dann irgendwann kam einer, hat geantwortet. Ich so, jo, Alter, wo seid ihr, jo? Und die meinten, ja, komm mal zu so einem Parkhaus, Alter. Wir haben voll Probleme, aber jo, ich hab nicht mal eine Ahnung, was für ein Parkhaus, Alter. Hier sind 10, 20 Parkhäuser, jo. Danach, Alter, haben die einfach gar nicht mehr reagiert, jo. Dann habe ich bei Hauptplatz einen Typ getroffen mit weißem Hut, ja, der meinte, ja, meine Homies wären bei PD im Knast. Dann habe ich bei PD gesucht, Alter. Ich habe die nicht gefunden, ja. Dann war ich irgendwann beim Highway an der Tankstelle, ja, hab mir eingesmoked, Alter. Dann hat mein Homie mich angerufen, ja, der meinte, der ist im Gefängnis. Dann bin ich dahin gefahren, Alter. Und dann kamen deine Kollegen, jo, und direkt. Hör auf zu reden, ich kann dir nicht mal zuhören. Hör auf. Wie heißt deine Homies oder deine Familie? Die Namen? Wir sind die Bennets, jo, mit TH, Alter. Bennets! So, und welcher meinte heute in die Pizzeria zu kommen und 3 Leute hops zu nehmen? Was für eine Pizzeria, jo. Die Pizzeria am Hauptplatz. Meinst du diese Pizzaroller oder was? Die Pizzaroller. Redisch undeutlich. Hallo. Ich kenne keine Pizzeria. Linken 50 von deinem Tenetti 6. Ich bin seit 3 Tagen. Es gibt einen Pizzeria-Laden am Hauptplatz. Und einer, der genauso aussieht wie du, mit demselben Tanktop. 2 Stück. Meinten heute, in die Pizzeria reinzukommen
die Waffen zu ziehen und drei Leute zu überfallen. Keine Ahnung, wer das war. Wir sind voll viele, jo. Keine Ahnung, sechs Leute, sieben Leute. Wir haben sieben alle Leute. So Tanktop an, jo. Wie viel seid ihr? Sechs, sieben Leute? Ich glaube schon, ja. Ein paar kommen noch, ein paar sind schon da. Wie heißt der Typ bei euch mit diesem komischen Cappy, das sein gedreht ist? Welcher? Der im Prison war, jo. Eingedrehtes Cappy. Warum willst du wissen, jo? Wie heißt der? Alter. Das Keanu, jo, ist mein Bro, Alter. Wie heißt der? Keanu. Das ist Edin. Das bestätigt der Typ. Und der Typ meinte auch auf jeden Fall heute mir 71 Kusch abzunehmen und 100 Diamanten. Was hab ich damit zu tun, wenn er Scheiße baut, jo? Wurde gehangen mit gefangen. Familie. Das sind deine Homies, deine Familie, was auch immer für dich ist, mir sowas also. Scheißegal. Ja, wenn ich nicht mal da bin, Alter, was soll ich machen, jo? Du warst nicht dabei, Lukas, du bist später. Du bist vielleicht später Lukas irgendwann. Weiß ich, Alter, dem mach ich nichts, jo. Der kauft meine Waffen, Alter. Ich kenne ihn niemanden, jo. Welche Waffen? Von welchen Waffen redet er? Das, wo Charles sich auch angesprochen hatte. Ja. Alter, ich hab... Wir haben dem 3P90 und MP5 verkauft. Boah, das hat sich hiermit erledigt. Da wussten wir nicht, Alter, dass sie so sind. Da schaue ich gerade gerne zu. Zu deiner Familie oder zu deinen Homies. Und lüg mich nicht an, ich schlag dir mit der Rotzange jeden einzelnen Zahn raus. Boah, ich weiß nicht jeden Namen, jo. Komm, ich helfe dir auch auf die Spur. Ich weiß noch Keanu. Die anderen Namen, ich musste mein Handy gucken, da sind noch zwei Namen gespeichert, jo, ich bin drei Tage hier, Alter. Ich weiß nicht, wer von Familie alles gekommen ist. Ja, dann frag ich dich einfach nach Namen und du sagst mir, ob die dazugehören. Frag, jo. Die Gucci-Latschen auch. Schrecklich. Du hast gesagt, einer ist Keanu. Ja, richtig? Mann. Gibt es einen Jamal bei euch? Boah, ich weiß nicht, ob der hier hingekommen ist, ja, aber ich kenne ihn aus der alten Hose. Was eine billige Kopie. Eine billige Kopie ist jetzt eine Beleidigung, hm. Aber es ist schon sehr ähnlich. Es ist eigentlich wie die Lancer nur in Blau. Auch wie sie reden. Ausspricht. In der alten Hut, ja, aber ich glaube, ich habe vorhin seine Stimme gehört, ja. Die Rohrzange wird wieder in den Arsch reingeschoben. Erfolgreich. Cool. Was denkst du eigentlich dabei, dass du mit deinen Homies die ganze Zeit so in der Stadt so eine Scheiße bauen kannst? Ist das Kartell heute überfallen oder was? Dass er einfach in irgendeinen Laden reingeht, die Waffe zieht und die Leute da hops nimmt. Ich hab heute gar nichts gemacht, ja. Ich hab nur vorgestern, war erster Tag. Meinst du, du hast heute gar nichts gemacht? Ich hab dich heute aber mit dabei gesehen, mit einem komischen weißen Auto. Bro, mein weißes Auto. Ich hab die ganze Zeit meine Homies gesucht. Ich bin gerade aufgewacht, ja. Dann wollten die ganze Zeit, dass ich denen helfe, Alter. Ich wusste nicht mal, wo die hinfahren. Ich hab nur überall Polizei gesehen. Die ganze Zeit wollte Polizei mich anhalten. Und dann doch nicht anhalten, Alter. Und dann immer und die angehalten und dann habe ich meine Bros verloren. Dann habe ich versucht rauszufinden, wo sind die hin. Keine Ahnung, Alter. Aber ich bin vorher erst aufgewacht, ja. Wo da diese große Polizei war bei diesem komischen Center da, bei Kleidungsladen, Alter. Ich war vielleicht 5 Minuten wach, ja. Und erster Tag... Bro, wir wollten einfach schnell ein bisschen Geld verdienen, jo, dass wir ein Auto kaufen können, Alter. Das haben deine Jungs heute, wie es aussieht, auch gedacht. Machen, das hast du heute, wie es aussieht, auch einmal gedacht, oder? Wieso einmal, jo? Ich hab gar nichts heute gemacht. Ich hab heute ein bisschen Orangen gemacht, jo, hab das verkauft.
Bisschen den Saft. Okay, bekommen, Alter. Sydney, danke schön für den Gütiger. Danach habe ich Tankstelle gechillt, bisschen Hauptplatz gechillt. Willst du also erzählen, dass du nur am Chillen bist die ganze Zeit, während deine Homies Scheiße bauen? Nein, Mann, die waren ja nicht mehr im Funk, dafür, wenn die Scheiße bauen, oder wie? Die waren ja nicht mehr im Funk, wo ich gechillt habe. Was ist euer Funk? Er ist der Gütige. Laut Taycan fährt gerade in die Stadt rein. Wir sind immer wieder in andere Funk, jo. Vorhin waren wir in 220, Digga. Keine Ahnung, ob da noch einer drin ist. Wir sind vorhin. Ich bin aufgewacht. Wie gesagt, ja, ich hab die versucht zu erreichen. Negative K von 1. Die haben voll Stress, voll Filme geschoben. Negativ, der war hinter mir. Komm mal hier hin, komm mal da. Ja, doch, positiv, das ist eine nasse Tanke. Nein, Mann, ich hab gar nichts gemacht. Ich bin nur gefahren. Wie nennt man die Steigerung von Buchstabensuppe? Wörtersee. Ich hab gar nichts gemacht heute. Ich schwöre auf alles. Raus! Ich hab wirklich nichts gemacht, Mann. Gestern, ja, gestern habe ich gemacht, aber ich weiß nicht mehr genau was. Haben wir noch Highspeed? Ich glaube, gestern war so ein bisschen Stress mit Leuten mit grauen Anzug oder so, jo. Also maskiert nicht. Die wollten irgendwas von uns. Alter. Keine Ahnung, was bei denen los war. Nicht direkt und heute, ich schwöre auf alles, Alter, ich habe nichts gemacht. Wieder weiter. Ich bin aufgewacht am Hauptplatz und dann war ich ja, auch maskiert haben den Kollegen dabei, glaube ich. Wie gesagt, vielleicht 5 Minuten nach denen gesucht, aber nichts gefunden und dann hat keiner reagiert, ja, und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich chill jetzt vor der Nazio. Smog mir einen am Hauptplatz, ja. Nationalbank. Ja, fahren wir die Nazio. Nationalbank auch. Du warst heute aktiv bei der Verfolgung mit dabei. Nein, Alter, ich war wirklich nicht dabei, Mann. Ich war wirklich, ich bin gefahren ist schon wieder down. Polizei, scheiße, ja. Ich war Polizei, ich bin gefahren, dann wollten die mich anhalten bei so einem grünen Haus bei Hauptplatz hin. Ja, wohnt gerade dann. Dann sind die mit einmal weggefahren. Ich denke, was ist denn los, Alter? Meine Homies meinten, ja, die sind so in die und die Richtung. Da hab ich geguckt, wo ist das, Alter? Dann bin ich damit hingefahren. Safe, Alter. Wenn meine Homies sagen, die haben Probleme, die haben Stress, Alter, die sind gerade da und da. Ich fahr da hin, so. Aber ich hab wirklich nichts gemacht, Alter. Ich hab nicht mal Waffe gezogen. No, dann sag uns aber nicht, du kannst nicht... Jo, wenn du ihn helfen willst. Was kann ich denn dafür, Alter? Wenn du ihn helfen willst, was dafür, oder? Ja, Bro, wenn dann stehst du doch dafür ein, oder nicht? Bro, wenn dein Bruder gerade sagt, er braucht deine Hilfe, gehst du da nicht hin und hilfst ihm, oder was? Na, bist du dann dran beteiligt? Du kannst was dafür? Ja, wenn der bei mir ein Auto einsteigt, bin ich beteiligt. Aber vorher bin ich doch nur da, so passiv am Fahren, ja. Das ist wie wenn du smokest, Alter. Wenn ich neben dir stehe und smoke mir einen, Alter, du smokest passiv. Oder du smokst dir selber ein, oder du nimmst mein Jay, Alter, dann smokst du aktiv mit, Alter. Jo, also wenn du sagst, ich hab passiv gemacht, ja okay, Bro, dann hast du recht, Alter, aber ich hab nicht aktiv geholfen, jo, ich hab gar nichts gemacht, ich bin nur gefahren, Alter, und dann hab ich gechillt. Deswegen, ich verstehe gar nicht, was los ist. Alter. Redet so viel Scheiße. Erklären können, Alter. Wenn du mir jetzt sagst, dir ist so 100 Diamanten geklaut und seid uncool, Alter, muss man denen sagen. Verfame ist nicht down, join er gerade, okay. Wie viel uncool. Geld hast du? Bro, ich hab 9000 Dollar und auf Bank minus, ja. Das ist sehr gut. Du gibst irgendjemand von uns 4.000 Dollar. Bro, wie soll zumindest ich Rechnung als Entschädigung. Das ist mir scheißegal. Lass mir wenigstens meine 607, ich geb dir 9k glatt, lass mir meine 607, jo, dass ich Essen kaufen kann, Bro. Mir wurde auch nichts gelassen, mir wurde heute auch 10.000 Dollar abgenommen. 100 Diamanten und 71 Kusch. Ist mir sowas von scheißegal. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Digga, dann schreib mir das auf, jo, ich versuch zu klären, dass du das wiederbekommst, halt. Aber lass mir doch nicht in der Position, Kohle, du bist nicht in der Position hier zu verhandeln. Ja, was soll ich denn machen, jo, wenn die Scheiße bauen, Alter? Ich kann nichts dafür, jo. Ich muss von irgendwas Essen kaufen, Digga. Hä? Ist mir sowas von egal. Und wenn du in Mülltonnen nach dem Essen suchst, ist mir sowas von scheißegal. Oh, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst, Freunde. Gib einfach nur mit rein. Wie soll ich denn geben, Alter, wenn ich Handschellen auf dem Rücken hab, Bro? Jungs, macht denn den Handschellen hinten von dem Rücken auf. Passt auf, dass er keine Scheiße macht und lasst euch das Geld geben. Was soll ich denn machen? Das ist mein Trick. Wollen wir den sonst nur die Kniescheiben wegschießen und ihn am Leben lassen, ihm aber einen Zettel geben?
für die 280.000 der 100 Diamanten plus das Kusch, dass sie 300.000 zahlen müssen. Wenn die 300.000 nicht zahlen, holen wir sie uns. Also der kommt mit zwei Schüssen in den Kniescheiben jeweils weg? Weiß ich nicht, das ist mir im Grunde auch egal. Kannst du es im Grunde lassen. Hashtag der Gnadenlose. Er ist ungütig. Haltet einfach Freunde. Die Waffen raus. Machst du den Zettel fertig? Ja. Freunde, da. Das ist ungütig. Ding 52 mit Frage. So, wer auch immer du bist. Du ziehst auf jeden Fall erstmal dein Oberteil aus. Jetzt wird's sexy. Oberteil ausziehen, Alter. Will keine Fragen, sonst hau ich dir in die Fresse. Sieht dein Oberteil aus. Ja, geht doch. Deine Kopfbedeckung weg. Mach mal die Haube. Ich kann das nicht ausziehen, jo. Ich weiß nicht warum. Und das klebt fest oder so. Vom Klebeband von vorhin. So. In die Mitte von den beiden Maybachs kniest du dich hin und nimmst die Hände in den Kopf. Also ich finde das super. Max Kuhlberg, Andl, wie geht es dir, mein Lieber? Ja gut, ich hoffe dir auch. Wann kommen wieder die Verfolgungsjagden auf RLO? Jetzt kommt der Zettel. Steht drauf. Bring mir some Gulasch. Gulasch. Bring me my Gulasch. Bring me my Gulasch home to mama. Leute, wir gehen heute nochmal auf die 10 Likes. Let's go. Oha. Was ein Wetterumsturz. Ich habe ihm den Zettel hier. Was für Zettel, Digga? Was ist ein Zettel, wo die Schulden draufstehen, die deine Homies verursacht haben? Gib das doch denen, Alter. Warum gibst du mir das? Weil die Karten hier sind, weil du hier bist. Was soll ich denen das geben, oder was? Ja, das kannst du denen geben. Du kannst die Schulden mit abarbeiten. Hast du dein scheiß Handy wieder? Ich hoffe, dass du es nicht hast. Ey, bitte, das war ein bisschen undeutlich. Ich wünsche dir viel Spaß. Den Weg nach Hause. Deine Freunde sehen wir. Und finden die auch. Ich es. Nehmt euch was in dem Dokument, steht zu Herz. Wir finden euch. Ist der Nazi gerade noch am Laufen? Ja, positiv. Jetzt sitzt er da. Muss jetzt herumkrallen oder geht er jetzt? Jo. Respekt, tut ein Held, was braucht ihr? Funkwechsel 2.1. Alternativ Großschadenslage, verfolgen Fahrzeuge am SG, eine Person bewusstlos, verfolgen einen Raptor auf dem East Highway. What the fuck? Was geht denn hier gerade ab? Was Namen bei ihm? Edin umgeschossen schon. Alles im Funk 2. Alter, die haben einen riesen Hass. Die haben einen riesen Hass auf die Blauen, schau. Flüchtig ein Raptor, ein Urus. Aktuell habe ich noch kein Kennzeichen. Urus und Raptor. Eieieiei. Raptor-Kennzeichen. Da ist richtiger. Leer 5-0. Da ist ein richtiger Gangkrieg, Freunde. Bald hab kein Geld mehr auf RLO, muss erst mal wieder ein bisschen arbeiten. Max Seitz, danke für 10 Euro, mein Jüdster. Der Gütige. Was ist denn hier los? Wer ist denn hier in der Nazio drin? Ja, wohl jetzt? Ja. Schau, der Kopf ist der Geisel. Oh mein. Ein Raptor, in dem sind wir dran. Ein Urus flüchtig, Raptor jetzt wieder Richtung West, Berghof.
Wo ist der Raptor? Dazu ein Urus, kein Kennzeichen bekannt. Der ist auch eine zu sieben Wald geflohen, haben wir keine Sicht mehr. Aber hatte der Urus, falls er auf dem Israel drauf fährt? Rot Perl, schwarz-roter Perl. Puh. Raptor jetzt wieder runter, Real Life sein. Oben beim Real Life sein, da oben ich sind sie. Ich bin gerade am Raptor dran. 50. Warte mal, bin ich gerade irgendwie. Achso, das. Hier letzte Sichtung, wir selbst 1050. Ups, die Polizei hat sich verunfallt. Was ist denn da gerade passiert beim Real Life sein? Keine Ahnung. Alter, aber in Edin haben es gerade richtig. Den haben es gerade in den Scheitel gezogen. Hat jemand sich Kontakt zum Raptor? Nein. Negativ. Nein! Jetzt hast du dich Kontakt bei wo? Kennzeichen F leer 150. Das ist wieder die ganze Zeit dieses Kritzeln in der. Die Sirene, sag ich schon. Die Alarmanlage. Auf jeden Fall zwei Täter, eine Geisel. Geisel ist der Kollege. Ach, schon Weiß und Maske oder Darren nennt sich jetzt Streety Boy. Da unten ist jetzt die Giftwolke, habt ihr gesehen? Kurz Einblick. So, dann setz dich mal da vorne auf so ein Dings. So ein Sessel. Das schaut geil aus mit diesem Anzug da und die Maske. Hast du auf ihn voll babamäßig episch. Yes, sir. Schau. Ein Officer. Pass auf ihn auf, dass er nicht aufsteht. Ein Officer um Hops genommen. Ich leg ihm wieder Kabelbinder an, bitte. So. Ja, ich leg ihm kurz Kabelbinder an, ja. Zack. Eine Hand. Zack. Andere Hand. Hallo. Die Fahrtrichtung ist dann weitergefahren. Servus. So, wie sieht's aus? Fertig mit Einparken. Real Life sei in Richtung Stadt. Fertig mit Einparken. Das ist die Sichtung an meinem T20. Bei Ihnen? Farbe vom Raptor war schwarz. Wir sind auch hier, ne? Schwab. Ja. Telekom Lover. Ja. Leer 150 zugelassen. Tim Wolf. Ja, haben Sie was für uns im Angebot? Ich hab ne Geisel. Dürfte ich einmal mit der sprechen? Eine Geisel im Angebot. Sie sind im Discounter, sind wir. Dürfte ich einmal mit dem reden. 25% Rabattmarke. Komm mal mit. Leute, wir müssen mal, ich will mal den Chat ein bisschen lebendig sehen. Wir machen mal ein Hip Hip! Du und dein Tablet, ihr seid beste Freunde, oder? Hip Hip! Sehe ich gerade schöne Stuckatur auf der Decke. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Gut, okay. Kriegst die Möglichkeit zu essen und zu trinken? Ja, natürlich. Perfekt. Wurdest auch nicht verletzt oder so, ne? Nein. Alles klar, gut. Was das? Ja, dankeschön. Doomstone ja auch schon ewig dabei hier auf RLO. Der Ehrenmann. Und dann setz dich da auch dahin. Auch ein guter Autofahrer. Hip hip! Sydney Exinger, dankeschön fürs Mitnehmen. Ja, hallo. Wie schaffen wir das denn, dass wir den Kollegen da unbeschadet rausbekommen? Also, eigentlich gar nicht so schwer. Mhm. Eigentlich nur zwei kleine Forderungen. Link 12 wieder zurück um Punkt 1. Die wären? Keine Nagelbänder zum Beispiel. Linken City 4, 10, 8 und 10, 19 Mission Row. Was soll ich denn noch so haben? Freier Abzug und keine Nagelbänder. Eine faire Verfolgung. Ja, noch was Schönes. Faire Verfolgung. Gut, ja, haben wir also passen Sie auf, keine Highspeed das mit den Nagelbändern kriegen wir auf jeden Fall hin, dann würde ich sagen, Verfolgung sein. Das ist fair für uns beide, eine Geisel, eine Forderung, dann... Was, Sie wollen keine faire Verfolgung machen? Ja doch, natürlich, aber das ist ja so selbstverständlich, wissen Sie, das ist ja... Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht für jeden von Ihnen selbstverständlich, deswegen... 2.5 war gerade keine Rückmeldung. Ist jetzt nicht für jeden selbstverständlich. Ja gut, ich kann Ihnen auf jeden Fall eins sagen, also Sie werden jetzt sicherlich nicht gleich losfahren und dann irgendwie, weiß ich nicht, 5 Highspeeds an Ihnen dran haben. Ja, ich hoffe auch nicht gleich unnötig gepittet oder gerammt werden, da ich auch keine Lust drauf. Nee, auf keinen Fall. Ich denke mal, ihr auch. Ja, das ist ja sowieso Grundlage einer Verfolgung, ne? Dass wir das hier alles fair machen. Das ist nicht für jeden selbstverständlich, deswegen. Schon wieder außer draußen wird gerade das PD angezeigt. Pass auf, das mit den Nagelbändern, ich gehe das einmal abklären und dann.
Komm ich gleich wieder zu Ihnen. Ich komm gleich wieder raus. Jawohl, bis gleich. Da wird hart verhandelt. Einmal bitte 1076 NDPD. Check. Und Funkwechsel 1501. Jawohl. Ich bin gespannt, ob sie den Bros nachher auch noch heimsuchen, da eben im SG. Einmal rein, einmal hin, alles drin nennt man das, ne? Okay. Zu Larissa. Guten Morgen. Ach hier. Guten Morgen. Guten Abend. Ja, hier. Yep. Dann machst du mir mal auf. Danke. War eigentlich offen. Jetzt probier's nochmal. Mag mich nicht, ich probier mal. Okay. Noch immer nicht. Ich probier mal selber. Mal. Ja, probier's mal selber. So. Ach, Medi, magst nicht. Das Ding ist ja komplett versteinert. Mhm. Okay. Ja, da bleibt nichts über. Da müssen wir. Da müssen wir schauen, dass ich dich zur Versicherung bringe. Das ist nicht mein Auto. Wem Kerzen? Marc Bergmann. Okay, ist der in der Reichweite? Sonst müssen wir halt auf dein Auto umsatteln. FD. Ja, gut. Also er ist irgendwo, weiß ich nicht wo. Okay. Ja. Müssen wir umsatteln auf eins von deinen. Oder hat das gerade irgendeinen relevanten Hintergrund? Nee, alles gut. Okay. Ja, also dann müssen wir so lange halt, musst eins von deinen. Oder hast du hier bei deinem Haus einen Schlüssel? Mein Haus da drüben, aber dass es nicht geklaut wird, habe ich es ja runtergestellt. Ah, okay. Ja, das klaut da im Moment eh keiner. Und wenn es wieder reloadet, dann ist es weg. Also. Ja, alles gut. Gut. Danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüssi. So. Ja, wenn sich so ein Auto so extrem versteinert, Freunde, da machst du nichts. Ist ja gar nicht so weit wie die Nation. Geht's hier weiter? Das war aus Versehen in die Wand. Ja, war anscheinend aus Versehen. Sie gut, können sich auch vom Kollegen nochmal überzeugen, wenn sie das wollen, aber... Auch alles gut. Solange ja keiner zu Schaden gekommen ist, ist alles gut. Nein, alles gut. Kann ich mich überzeugen, dass mein Tank voll ist, bitte? Das wäre noch... Ja, dürfen Sie, ja. Ein Tank! Bei dem Porsche ja, Taycan! Ein Tank! Mutschers, perfekt. Oh, da kommt perfekt. Er mir raus. Gut. Ja, ich hätte jetzt vorgeschlagen, 15 nach. Starten wir. Negativ. Wow. Ja, war auch aus Versehen. Ja, habe ich gesehen. Gut. Das ist kein Tank, das ist alles eine klar. Ladung. Gut, dann machen wir 15 nach. Perfekt. Oh. Bis gleich. Super, bis gleich. Oh. Da läuft's mir alles kalten Rücken runter. Uiuiui. So, ja dann, wir haben in genau 2 Minuten haben wir eine echte Verfolgungsjagd. Porsche Taycan habe ich schon lange nicht mehr gesehen on the road. Habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. 176 Likes bis zu den 1000. Ah, Leute, die schaffen wir. Wenn sich jeder zusammenreißt hier im Stream und dann gütig ist, dafür ein Gütesiegel. Ein Gütesiegel. Wenn jeder hier reinkommt und gütig ist, dann wissen wir das. Diesel Taycan. Oh je, yeah, nee. Direkt bannen, mangelhafte RB-Qualität. Homeland reinkommen. Haben sie gerade Tank zu diesem Fahrzeug gesagt? Ja, kommen, steigen sie mal ein, bitte. Kommen sie mit. Wieso? Das geht so nicht. Da krieg ich Horror aus voll. Dafür direkt in Admin-Knast rein. Street Racing Time, 19.18 Uhr bis gleich am Start. Max Kuhlberg. Ich gerade vorhin noch, wann machst du wieder mal ein Straßenrennen? Der Kuhlberg. Jetzt fährt er wieder herum dann mit seiner Supra. Als erst schaue ich mir da die Verfolgung an. Der kommt raus. Black Widow.
Haben die einen Plan? Steig rein. Ellbogen aus dem Fenster wie ein Gang. Komm zu mir, Kollege. So, wir schauen mal, ob das nachschauen, ob das auch... Ich werde manuell so mal verfolgen. Black Widow ist der Herausforderer. Was ich weiß, hat halt der Taycan hat eine ganz krasse Beschleunigung, aber ist halt, lenkt sich ein bisschen. Alter, also dieses Engelchen ist schon mal direkt raus. Wir haben 10 Likes oder was? Das mit dem Kennzeichen Morte, der 15 am farbigen Parkhaus. Jetzt hat er Scotty hinten dran, den Oberschwitzer mit seinem Offroader, der sogar ein Agera auf der Autobahn nachkommt. Ehrenlos. Alter, die Sirene ist schrecklich. Also ich verspreche euch, Chat, wenn heute mein Game crasht, hau ich mir die Soundfile rein. Oder wenn bis zum nächsten Mal verspreche ich euch, dass ich die Sirene rein tue. Jetzt 10-8 mit einem Straßenwagen in der City. CJ, ich will jetzt die Verfolgungsjagd hier sehen. Danach kommt er, wenn es vorbei ist. Hier. Wir fahren hier mit im Sauseschritt. Alter, die Sirenen sind schrecklich. Aber ich will jetzt nicht das Game extra schließen, wenn 5-Aim eh schon wieder so bröckelt. Gar kein Bock. Vor allem, wie leblos sich das anhört mit den Sirenen. Irgendwie werden sie gleich herumjaulen. Schau, es ist ja schon niemand mehr vom BD da, außer der Scotty. Schon alle abgehängt. Alle irgendwo hinten. Ach nee, der kommt nicht ernsthaft mit. Der Taycan. Okay. Taycan hat nur eine schnelle Beschleunigung. Aber er fährt bis jetzt ganz stabil hier, der Kollege. Oder mach ich die Scheiße? So, komm. CJ. Versammelt euch einmal. Macht so mal eine Fangemeinschaft für den CJ. Kommt schon, Freunde. Ich weiß, ihr wollt es auch. Der Typ bei der Verfolgung sagt, ja, die werden sich gleich um die nächsten 5 Ecken dann eine Highspeed hinten dran haben. LAPD so. Ja. Ich wünsche mir eine faire Verfolgung. Ja, das ist Standard bei uns. So. Okay, ja, ich wünsche mir dann nicht so, dass hinten gleich eine Highspeed ist, gleich so. Na, das ist bei uns Standard, dass sie da nicht in die nächsten 2 Minuten eine Highspeed dran haben. LAPD so. Linken 52 mit der Frage, no. Letzter Dispatch bereits bearbeitet. Positiv, linken 12 ist vor Ort. Der arme, Alter. Mit die zwei overpoweredsten Autos wieder verfolgt. Der arme Junge mit seinem Taycan. Wenn sie ihn nur mit Straßenwagen verfolgen würden. Der arme Junge. So. CJ, wir wollen ein Kind von dir. CJ, wir wollen deinen Tanz sehen. Jawohl, Freunde. Dankeschön. Lasst uns gemeinsam auf die 10 Likes gehen. Alle mal raufhauen. Und auf mehr und mehr und mehr. Weiß mal, wie wir heute schaffen. Puss geht raus. Wo bleibt der Verfolgungsmoderator? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sollte wirklich moderieren, weil die Sirenen sind schrecklich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute wieder auf den Start. Kommentator Müsli, mein Kommentator ist der Herr Brösel. Der nicht anwesend ist, weil der bröselt sich gerade ein. Max Kuhlberg ist auch hier Spieler Nummer 11. So, wir haben ja heute Verfolgungsjagd Nummer 1. Black Widow 68. Er hat sich absichtlich die 68 aufs Trikot gemacht, weil für die 69 hat es nicht gereicht. Die Frau hat gestreikt. So, dahinter haben wir den Verfolger. Scotty. Sean hat auf jeden Fall den Ball eines Mondgesichtes in der Hand. So sieht's aus. Sie probieren die Kugel natürlich zu bekommen, aber die Verteidigung steht gerade sehr stabil. Sie haben hier auch einen Läufer, alias der Sprinter und natürlich den bulligen Verteidiger, der gleichzeitig aber auch
auch agil ist. Das ist eine schlechte Kombi. So, natürlich. Die Nummer 68 ist vom Strom angetrieben. Das ist natürlich für die Endgeschwindigkeit. Der muss immer seine Batterie mitzahlen. Das ist natürlich nicht gescheit, was er da macht. Aber die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt beim FC Elektro GmbH Hauderneben. So, wir haben da weiterhin die Kugel in der Hand. Da ist er ein bisschen ausgerutscht. Na, da ist er gerade ausgerutscht. Das kann passieren natürlich bei diesen Bodenbeschaffenheiten. Ne? Das ist, wir spielen ja Straßenfußball, meine Damen und Herren. Wir spielen nicht auf dem Rasen, weil dafür ist er nicht gemacht. Da haben wir zu wenig Knoppen auf die Schuhe. Der hat da unten ein Gleitprofil drin. Aber den Baum kann er mitnehmen, das ist kein Problem. Er hat ja Gewicht drauf. Ne? Super. So weiterhin rauf. Sie suchen noch immer das Tor. Das ist das Spannende an diesem Spiel. Ne? Sie wissen nicht, wo das Tor ist und somit auch nicht, wo das Ziel ist. Jetzt geht er mal in den Rasen rein. Er geht voll in die Offensive. Die Verteidigung, die gegnerische, zieht sich schon zurück. So eine Masse haben sie auch noch nicht auf sich zulaufen sehen. Meine Herren. Meine Damen und Herren, das ist unglaublich. So, hier werden auch die Wald und Wiesen. Es wird nichts verschont hier am Spielfeld. Das ist unglaublich. Unglaubliche Szenarien spielen sich hier ab. Uiuiui, da ist er aber kurz in die Blutgrätsche rein. Da hat er sich selber gegrätscht. Sean hat seinen Teammate gegrätscht. Wo sehen wir das, außer hier im Sport, meine Damen und Herren? Der Verteidiger nimmt sogar die Zuschauer mit. Die werden auch eingeweiht. Wir können nicht sagen, dass die Zuschauer nicht auf dem höchsten Niveau der Gefühle hier entertained werden. Sogar mit einbezogen. Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Aus der Vogelperspektive. Und jetzt geht's weiter wieder. Wo will er hin? Diese Route ist er schon gefahren. Liegt das Tor etwa hier? Wir wissen es nicht. Sie werden das für uns rausfinden. Hier liegt auf jeden Fall schon mal einer vom LAPD flach. Da kann man mal sagen, was man will. Aber der Kollege braucht ein paar Elektrolyte. So, ausgewichen. Fast außerhalb des Spielfeldes. Die Zuschauer jubeln. Und der Sprinter kommt auch wieder. Die Stürmung steht parat für einen Gegenkonter. Wird er die Kugel abgeben? Ja oder nein? Sie können das gerne in die Kommentare reinschreiben. Na, jetzt unter teletext@onirli@youtubelive.net können Sie weiter. Oder hat gerade die Verteidigung hat gerade kurz gestrauchelt? Ist das ein Zeichen dafür, dass jetzt gleich das Tor fallen wird? Wird es gleich dazu kommen zum Tor? Die Verteidigung versucht nachzudigern, wortwörtlich. Aber sie sind gerade in einer kritischen Lage. Aber sie holen den Rückstand wieder mühelos auf. Die Verteidigung ist einfach ein Bollwerk. Da kann man sagen, was man will. Oh, fast hat der Verteidiger den Mittelfeldspieler. Er hat ihn mitgenommen. Was ein Aufprall. Der ging voll in die Waden rein. Da helfen nicht mal mehr Schienbein-Jonah. So, was macht er jetzt? Die Kugel ist noch immer im Laufen. Was ein spannendes Spiel. Geht jetzt schon über 5 Minuten. Wir sind weiter hier in der Zentrale. Es wird energisch. Da in diesem Sport wird Funkkontakt gehalten. Es wird gefunkt. Stille im Funk. Ich glaube, ich bin als Kommentator im falschen Funkkanal. Das ist schlecht. Muss mal kurz wechseln. Scheiße. Ich glaube, die waren im Zweier. Energisches Funken wahrscheinlich hier auf der Brücke. So, jetzt geht's mal rein hier. In den Strafraum. Da wird jetzt nochmal richtig Speed aufgehoben. Da kommt denn aber die schwere Batterie. Die rutscht denen in die Unterhose. Man merkt, es zwickt da unten. Man merkt, es zwickt. Da kommt der Verteidiger nach. Er lässt aber auch wirklich nicht nach. Was wird jetzt passieren? Wird jetzt gleich die Kugel übergeben? Noch nicht. Noch ist es noch nicht so weit. Sie wollen es auf jeden Fall probieren. Sie probieren es mit allen Mitteln. Rauf in die erhöhte Position auf die Zuschauertribünen. 1.02. Schauen wir mal, ob es dort ist. Stille in jedem Funk. Die Spieler sind sehr konzentriert. 1.02. Totenstille. Wahnsinnige Szenarien. Die Verteidigung blockiert. Die Verteidigung blockiert weiter. Sie haben es probiert mit einer Mauer. Aber es war zu wenig. Das Bollwerk, die Stürmer, alle sind noch motiviert. 2,5. 2,5 ist der Funk, der Funks. Da sind wir drin.
Platz runter. Sie sind weiter hier am Start. Wird die Verteidigung heute gütig sein? Im Moment schaut nichts nach der großen Gütigkeit aus. Richtung Aber wir werden es sehen. Das Spiel bleibt weiterhin spannend. Wie wird die Kugel übergeben? Was wird passieren? Wir sind alle dabei. Hautnah und live. Hier bei One Early. Bei der Tankstelle unten raus, bei der G6-Straße. Aber der Tankstelle unten raus ist. Das nenne ich mal Straßenfußball. Das ist Straßenfußball. So wie es sich gehört und so wie es in den Traditionen, in den Bilderbüchern steht. Das lernt man schon als kleines Kind. Bitte schön, schauen Sie hier. Dem Nachbarsjungen wurde die Kugel geklaut. Das macht ihn natürlich mad. Umso mehr stößt er hier auf und mit zwei Supersportwagen bei der Gruppe 6. Das wird natürlich... Die Sprinter werden die Kugel eventuell übernehmen. Das könnte was werden. So, es wird jetzt wieder abseits gefahren. Die Tribüne, hört ihr das? Das Stampfen, sie jubeln. Sie jubeln. Laut es jubeln. Ich dachte schon, sie machen jetzt kurz mal einen Urlaub. So wie damals. Wie ist der Rennfahrer? Oh, die Kugel wird übergeben. Es wird umgestiegen. In einen Dreiachser. Ich wechsle auf Offroad. Es wird umgestiegen in einen Dreispurer. Weiter geht's in die Tribünen hoch. Was ein wahnsinniges Spiel. Ein Spektakel vom Allerfeinsten. Weiter geht die Verfolgung in der Gemüseecke. Wird es heute noch gesund? Oh, der Sprung. 3 Minuten brauche ich noch auf, oder? Der Sprung war aber gewagt. Weiter geht es runter. Oh, 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 oh. Boom. Von 20. Stark. Das war's. Das war's, meine lieben Freunde. Braucht ihr dann noch einen Aufruder? Meine lieben Freunde, das war's. Aus dem Sport 1 Studio. Wir sind raus. Gute Nacht. Die Kugel wurde nicht übergeben. Ja, ich wechsle dann, komm hoch. Dieser Sonnenuntergang. Herrlich. Ja, ich schreib doch mal Dispatch, gell? Tja. Serviceeinheiten sind auf dem Weg zu euch zum Sichern. Das war's an der Stelle wieder komplett. So, warte mal, wir sind hier, wo wollte man weiterhin? Stimmt, wollten wir nicht zu Bros? F in den Chat. Chat ist heute wieder gar nicht gütig. Wollten mal schauen, ob sie den auch schon hops. Achso, nein, den haben sie noch nicht. Edin. Macht ihn schon wieder im Krankenhaus, Edin. Er war am Chillen und irgendwelche Leute schießen auf ihn. Das glaube ich ihm sogar. 10 von 10 Moderator. Viele Fax. Kann ich meinen Kofferraum packen? Da ist der nächste Kandidat. Was ist denn da schon wieder passiert? Wie willst du misshandeln? Nein, ich freie King-Einheit für linken 12 kommt. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Theoretisch King 28. Was macht denn die Akademie? Ja, darf ich einmal über Draht anrufen? Akademie. Ja, kannst du machen. Waren die da gerade... Was macht die Akademie für eine Übung? Oh, schon einbauen. Ihr müsst auch nicht die ganze Zeit den Motor aufrollen lassen. Ihr müsst nur, wenn ich mich bewege, versuchen... Lincoln 76, back 108 im County und... Ich denke, da kommst du jetzt nicht raus, oder? Lincoln 63, back 108 im County. Achtung, nicht umfahren. Wenn ihr sonst keine Bedenken mehr habt, oder habt, dann bitte. Wieso ist der Taycan so langsam geworden? Der Taycan hat sich seit 2 Jahren nicht mehr verändert. Hä? Der war schon immer gleich. So seit 2 Jahren gefühlt. Ja. So viel dazu. Schau, stehen da wieder welche und beobachten. Tschö. Irgendwen beobachten die.
Auch dieselben? Aber das ist doch jetzt... Lok 18 kitzig, die höchstens aus dieser Entfernung. Aber sie sind erstmal etwas. Mhm. Okay, die wollen auch Stress mit denen. Diese Thompson im Kofferraum. Die wollen auch Stress mit denen. Oh jo, oh jo. Falls du die lieber haben möchtest. Klingt verlockend. Jo. Warte. Guck. Ja. Ich glaub, die wollen den auch noch. Okay, oh shit, ich muss Geld abheben, ja. Okay, die gehen jetzt dann vor. Okay, das wird geil. Die jagen die auch. Tja. Oh oh. Ja, die sind jetzt fertig. Jetzt geht's los. Oh shit, man. Die gehen, also die beobachten weiter. Glaubst du, die sehen die? Shit. Aber die sehen die doch nicht, oder? Ja, sind die doof? Wieso beobachten? Wie sieht denn jetzt genau der Plan aus? Keine Ahnung, wir sollen erstmal nur beobachten. Mhm. Ach so, ich hab gedacht, die sollen direkt Nagel rein, guck immer. Irving hat vor dir das Toilette. Also, wo man mal reingucken kann. Auwei, auwei. Ach, da wird auch beobachtet, schau. Alter, die haben richtig Stress, schau. Alter, die hast du auch gefühlt, jeder, ne? Die sind seit 3 Tagen hier, Alter, und jeder hasst sie und die haben schon nur mehr Problems. Was ist jetzt eigentlich mit dem Dustin passiert? Lustig zum Zuschauen. Mission OPD. Schau! Da, gesehen, da ist haben so ein... 2 Leute von deinen Brüdern heute jemanden in den Kopf genommen. 2 andere Hops genommen. Schau! Das fand ich nicht so geil. Schon der schon wieder im Scheiß. Ich weiß nicht, Alter. Ich bin aufgewacht, direkt war schon, keine Ahnung, Verfolgung mit. Mit Gegner, der Mafia auch noch Gegner, Stress. Glaube ich, war da und Polizei. Also die haben und einen so. Jackpot. Ja, ich hab die ganze Zeit gesucht. F in den Chat, bitte. Meinen, ja, komm mal hier hin, komm mal da hin, komm mal hier hin, komm mal da hin. Wie ist denn deine Gesundheit? Kannst du aufstehen? Ja, tut weh, Alter. Ich kann aufstehen. Dreh dich mal um, bitte. Ich hab so blaues Muskelshirt, liegt da oben. Dreh dich mal bitte so. Zu dem Spoiler, zu dem Auto, mit deinem... Genau. Ja. Ich werde dich jetzt durchsuchen. Kannst du machen, ja. Alter, die kriegen so nur Gang, Scheiße, schau mal. Alles andere haben die genommen vorher. Okay. Oh nein. Jetzt abgenommen. Kannst du noch laufen? Boah, schwierig, aber geht schon, ja. Die sind so am Arsch, Alter. Runtergelaufen. Skateboard habe ich dir auch genommen, weil es soll ja nicht so einfach sein für dich. Schau, jetzt nimmst du, da ist er auch noch weg. Limit. Du gibst uns entweder bis Freitag 400 Kusch oder 400 Meff als Entschädigung. Alter, was denn dafür, was du in der Pizzeria gemacht hast. Was ist denn Meff? Weißt du, was Kusch ist? Also das ist jede 84, danke fürs VIP werden. Ich weiß nur Cocaine, Alter. Meinst du mit Kusch, meinst du Weed oder was? Also du weißt nicht, wie man Kusch anbaut. Am Hauptplatz ist schon nur noch die Biker, ja. Die sind nicht da. Ich weiß, da kannst du Sachen kaufen. Sachen anbauen, Alter, aber da kriegst du doch Weed oder nicht? Ja, wenn du das so nennst, dann halt das. Die haben jetzt schon mehr Stress als die Lancer. Von dir bis Freitag 400 Stück haben. Von mir, Alter? Ich hab doch ja, oder von deinen Brüdern, ist mir egal. Du warst in der Pizzeria, hab Leute von uns Hops genommen und das finden wir nicht gut. Alter, kannst du mir das aufschreiben auf den Zettel, sonst vergesse ich das. Jo, ich bin ein bisschen verbufft, Alter. Machst du mir Zettel wie die anderen? Ich gebe das meinen Jungs, Alter. Sollen die das machen, Alter? Der Edin ist wahrscheinlich zur Versicherung runtergelaufen, oder?
Trolli mal mit dem PD-Wagen, nee. Komm, crasht jetzt mein Game? Nee, crasht nicht. Alter, beim Auto aus, was ist los? Ja, ich wollte dann auf Marco oder auf. Die geschäftlichen Besprechungen im Autohaus. Die Farbe, Alter, schau. Ach nö. Link 76 und Link 63 bilden Adam 76 und Center in Adam. Nächstes Rennen 1936. Kuhlberg. Vince fährt mit. Oh wei, oh wei. Da schaue ich jetzt zu. Da wird es selbst eine Verfolgungsjagd oder irgendwas geben. Die machen Straßenrennen. Geil, wie sie heute alle wieder RP spielen. Feiertag, es lebt. Es lebt, verdammt. Und start- Digga, wenn es jetzt nicht gleich startet, wenn wir zu zweit sind, Digga, dann fang ich an zu heulen, Alter. Ich meine, es müssten mindestens zwei sein, dann startet's. Digga, ich hoffe, Alter. Das ist jetzt echt am Weg. Heißt der LKW? Und die Geisterwegen sind heute wieder. Ich fahr jetzt mal schön an. Opa. Mal das Blaulicht testen. Mashallah. Ich mach nicht die Sirene an. Zwickst mich bitte nicht mit der Sirene. Please, don't do it. Hallo. Grüßi. Ich kann nicht mehr einstecken. Ja, schau mal. Ich hänge immer fest. Ja, das scheint auch komplett kaputt zu sein. Warte mal. Moment, ich mach nochmal auf. Jetzt ist offen. Na, ist egal. Das. Naja. Schade. Kannst du dir denn bei der Versicherung irgendwie. So, den hast du. Ja, ja. Okay. Dann bringe ich dich zur Versicherung. Der geht in der alles klar. Go ahead. Siegfried, Nordpol, Gustav. Warte mal, ich gebe dir noch das. 5-0-8. Ah ja. Bin Passagier Jason Street. Warte vor. Wenn die sich mal verklemmt haben, ist am besten, man geht einfach. Jason Street war gerade schon in einer. Ach, geht einfach weit weg und dann passt das. Ah, okay. Hat den vor. Ne, der fährt gerade sauber, aber war halt nur eine KTM, womit der hier gerade am Flugfeld rumfährt, deswegen ein bisschen verdächtig. Aber dann bring ich dich zur Versicherung und dann hat sich das. Ja, kannst du. Kannst du einen neuen holen und den anderen, dann können wir mal schauen. Ich habe ihn jetzt aber eigentlich rausgenommen, er ist nur physisch noch da. Ah, okay. Also, mal später, sonst checke ich nochmal, ob der danach noch da ist. Aber eigentlich geht es, wenn alles immer in der Gegend unloadet und dann. So. So, willst du noch Geld? Bitteschön. Jawohl. Ich danke. Gerne. Warte, lass mich noch wegfahren, dann kannst du ausholen. Tschüss. Jo. Homeland am Flitzen. So, jetzt gehen wir mal schauen, Kuhlberg, wie sie fahren. Oha. Kuhlberg sogar mit seiner Supra vor, Vince mit seinem Porsche. Die Super geht aber auch geisteskrank gut, das müssen wir ja sagen. Ja, der kommt ja gar nicht hinterher mit seinem Ding hier. Sein Porsche. Ah, jetzt. Das war Marshall Service. Schade. Das hätten sie jetzt schon eine Verfolgungsjagd gehabt. Schau mal, wie geisteskrank die Super in die Kurven reinzieht. Ey, die geht echt, die geht mega gut. Schaut's mal.
Geiles Teil. Und sie klingt geil. Besser als die Sirenen. Ja, schau mal, Vince kommt gar nicht hinterher, schau. Heftig, wie das Teil zieht. Das ist super für President, würde ich sagen, oder? Link 12, 1086 am Hauptplatz mit dem Kennzeichen DLNJW, Trennung 30. Bin ich gespannt, ob da jetzt noch die Polizei dann dazu kommt, weil dann hast du richtig Need for Speed Feeling. Das ist Jimmy Walker angemeldet, versichert. Ja, wie, der Abstand zu Vince wird immer größer, schau mal. Ja, jetzt ist sowieso. Da hat er auch die Einfahrt auch noch verpasst, der arme Junge. Ist der Supra? Geiler Karren. Aber er fährt aber auch stabil, ne? Also, er nimmt die Kurven gut mit, er nimmt das Gas auch gut mit. Macht er echt gut. Da muss man umdrehen, da krachen sie jetzt zusammen. Passt. Geil, schönen Drift hingelegt. Das ist ein Nissan GT-R. Was redest du? Das ist eine Supra. Das ist eine Supra. Wie kommst du drauf, dass es ein Nissan GT-R ist, Lasse? Sieht so... Warte mal. Für Lasse. Digga. Sieht so ein GT-R R35 aus? Sieht so ein Nissan GT-R R35 aus? Ich glaub's auch. Richtig hart reingeschissen. Aber wie überzeugt er ist davon, wird fahr mal reinschreibt, das geht her. Ich muss schon wieder in Einsatz. Wie weit ist denn der? Ich fahr von da jetzt weg. Ich mache jetzt mal einen richtigen Homeland-Einsatz, so wie es gehört. Polizei ist nicht da. 1,6 Kilometer. Nein, bitte nicht. Das sind Schrecken. Ah, nicht überschlagen. Danke. Gracias. Mille gracias. Grazie mille. Wenn man es auf Crack sieht. Wird reingeschissen. Irgendwas wollte ich schnell sagen. Jorge. Link 12, 1086, am Mission Road PD mit dem LKW, Kennzeichen Rambo, das A ist eine 4. Kennzeichen Ram, Stein. Das ist Ivan Petrov angemeldet, versichert. Stand vor, danke. Servus. Ja, mein Problem habe ich ja schon geschildert. So, okay. Also du warst bewusstlos, aber wieso ist es dann nicht weitergegangen? Ich hatte einen kurzen Überfall. Ja, aber das. Bin ich da oben aufgewacht. Ja. Und danach hatte ich gleich wieder einen kurzen Überfall und dann ging es immer weiter so und dann. Ja, hast du. Hast du das auch im Game Crash und so? Denn wer war denn alles dabei? Ich hab's in Game Crash reingeschrieben. Das war mit Kenju war das. Okay. Ja. War zu dem Zeitpunkt FDAMR im Dienst, alles Mögliche? Nee. Die war da, aber Kenju wollte mich zum Dings bringen, zum Oceans, damit ich dort bin. Und auf dem Weg dorthin hatte ich dann den Kurzüber und dann war alles vorbei. Kannst du das uns nachweisen? Ja, ich habe einen Clip. Okay, also, dann machst du mir bitte ein Ticket zusammen auf, markierst mich drin, ja, und schickst mir den Clip rein. Ja, ich habe nur nicht, ich glaube, ich habe nur den Clip leider nicht, wo ich bewusstlos war und der mich dann hingefahren hat. Ich habe nur noch den Clip, wo ich dann alles verloren habe. Ja. Es kam ziemlich unerwartet, der Kurzüber. Ja, okay. Dann musst du mir den Zeitraum sagen, weil dann kann ich es bei dir, kann ich in unseren Logs forschen. Ja. Warte, ich guck kurz nach. Mhm.
Was geht in den Logs? Connected anwenden. Also das war gestern früh, so im Zeitraum von 0 bis halb 1. Dort bin ich dann zweimal weggecrashed und danach ging auch gar nichts mehr bei mir. Also gestern nicht früh, mal, okay. Gestern früh, ja, dann konnte ich auch nicht mal mehr 5M öffnen. Ja, warte mal, wie, warte mal. Mal das überprüfen. Steht auch zweimal in Game Crash drin. Okay, ja, ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Na, wie gesagt, dann musst du es nicht ausspielen. Die Regel. Okay, okay, gut. Okay, passt. Jawohl. Ja, King 15 übernimmt. Bitte, gut. Dann danke ich dir. Jo, ciao. Ciao. Okay, ich muss den mal kurz im Einsatz. Achso, am besten gestummt. Leute, es ist. Warte mal. Warte mal, es ist kurz Top Secret. Top Secret. So, wir sind wieder hier, Freunde, wir sind wieder da. War nur kurz was nicht für eure Ohren war. Ja. So. King 15 hört. Aber alles okay, alles cool, alles lästig, alles easy. Was ist eigentlich mit die zwei Gauner? Versucht es mal mit Lippen lesen, gute Idee. Die ist nicht grün, die ist irgendwie eine Mischung aus blau. Okay, Polizei hatte. Nein. Alter, Mechaniker ist auch viel los. Ey. Heute wird viel RP gespielt. Ja, was ist denn mit Dustin eigentlich? Jetzt lassen sie, dann haben sie noch immer. Guck mal. Ciao. Schau, wir sind oben anscheißen. Am Onchilliard. Ach, locken sie jetzt die andere Gang her, schau. Das wär jetzt wild. Ja, safe, die Lok. Und da hab ich gesagt, ja, Bruder, geile Chicken Nuggets, Bruder, besser sowieso besser als Pizza, Digga. Okay, oh geil, da will ich zuschauen. Was ist da unten? Bruder. Haben sie da jemanden platziert? Okay, die wollen den. Ah, die halten den da oben und wollen, dass die hochkommen. Okay, das ist geil, das schaue ich mir definitiv an. Das schaue ich mir definitiv an. So, ich schaue mal Edin zu. Zurücklehnen und genießen, Freunde. Das ist für wie für mich. Stream schauen. Der Arme wird zweimal entführt, ja. Voll am Arsch. Kannst du mal winken? Bruder, und dann meint ihn auch so, Bruder.
nehmen keine Leute von der Pizzeria mehr, Hops. Digga, woher soll ich denn wissen, was das denn bei der Pizzeria arbeitet? Ey, Bruder, hab ich Digga, auch gesagt. Digga, bin ich Hellseher oder was? Hab Bruder, dann meinten die, Bruder, winke, dass wir fragen sollen, Bruder. Digga, was soll ich denn fragen? Verkaufst du Pizza oder was? Ja, Bruder. Dann kann jeder sagen und dann packen wir niemanden ein oder was? Das ist einfach so, der Answer. Ja. King 52-1076 Mission Row. King 1576 Supreme Court. Die Farbe sieht aus irgendwie so wie bei mir. Die Farben, ich lieb dieses, wie nennt man das halt? Baby. Digga, wie lang scheißt der Typ, Digga? Das ist eine Katastrophe. Eden ist scheißen? Ja, danach wird das so, das macht er so sauber, Junge. Eden ist scheißen? Wie? Ach, Bruder, ich muss auch kurz scheißen. Wie Eden ist scheißen? Ey, Jungs, Mann, Alter, ich bin ja, immer für ein paar Minuten nicht ansprechbar. Wenn ihr wollt, dann chillt, lass mal kurz hier chillen, Mann. Ich muss mal kurz schauen, was ich essen kann, jo. Ja. Die Frage, ob die da jetzt hochfahren. Ah nein, sie fahren schon wieder runter. Das wäre jetzt witzig, Alter, mit der Geisel, wenn sie sich überschlagen würden, oder? Stellt euch das mal vor, Freunde. Überschlag mit der Geisel. Also seit langem mal wieder einer der spannendsten Homeland-Streams. Heute, Alter, passiert echt viel. Zum Zuschauen alles. Heute geht's richtig ab. Also jeder, der... Also jeder, der das heute verpasst, der verpasst wirklich. Aussage laut Andl. Jeder, der es heute verpasst, der verpasst es wirklich. Ha! Linken City for 1076 Police Academy. Nein, du. Aber wisst ihr, Freunde, was man gerade allgemein so merkt? Warum? Egal, ob jetzt auf RLO im Stream oder im Allgemeinen. Ey, die Leute sind alle gerade auf Urlaub. Gerade so richtig sind alle im Urlaub. Aber scheiß doch drauf, wir sind doch eh gerade... Allein nur im Abmeldungschat. Auf Urlaub, auf Urlaub, auf Urlaub. Bis September alle rein. Urlaub, 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 Urlaub. Alle sind gerade voll im Urlaubsfieber. Negativ, Landzunge. Guten Abend, ihr müsst Kurt überreden, dass er einen Lancer macht, würde es feiern. Einen gütigen. Ein gütiger mit 24 Euro Manuel Redcar, Dankeschön fürs absolut gütig sein. Der absolut gütige, da gibt's wieder ein Gütesiegel drauf. Mit dem Herz. Muss man wirklich. Ich frag mich, ey, ich weiß nicht, warum er gerade nicht streamt. Keine Ahnung, er ist wieder daheim. Aber vielleicht ballert er gerade noch die Videos rein. Keine Ahnung, vielleicht die Videos, die er vorproduziert hat, will er mal fertig machen. I don't know. Aber wundert mich jeder, dass er nicht streamt. Aber... Oh ja, es sind im Moment viele auf Urlaub. Extrem. Egal, überall. In jeder Lebenslage. Alle gerade auf Urlaub. Letztens auf der Autobahn, Gegenverkehr, Alter, dass ich 10 Kilometer schaue. Alle in Urlaub gefahren. Entweder du lässt ihn gehen oder machst einen Tritt. Ja, ich konnte nicht mal da, moin. Okay. Ja. Das Spiel bricht jetzt einfach nur aus dem Arsch. Geh mal da vorne an das Wasser. Mach nochmal bitte, bei ihm. Zwei. Was ist denn der? Bist du frei wieder? Du bist frei, oder? Nein, Mann. Der mit weißen Händen ist gerade frei gemacht worden. Aber yo, ey, wir müssen unbedingt darüber reden, Hut-RP zu machen. Und nicht mit seinem Kevin Hartmann da. Mein richtigen Hut-RP. Geh mal vorne ans Wasser. Die Level jetzt über draußen erreichbar noch. Schaut der Arme. Einmal wird ihm das Knie weggeschossen. Jetzt wird er weghauen. Du willst Fotos machen hinten. Abgestochen. So. Wir wollten dich jetzt von da oben nicht mehr runtergehen lassen. Ich
weil deine Knie wehtun. Aber dafür, dass dein Bruder, dein Freund, was auch immer das ist, eben die Cops gerufen hat und uns verfehlt hat, kommt das Messer von mir raus. Und was kann ich dafür, dass der Korb callt? Legt euch nicht mit der Pizzeria an. Und vor allem nicht mit La Morte. Legt euch nicht mit der Mafia an. Linke vor die Eternity Six Base. Digga! Alter, von unten rauf hab 6 Eggs richtig so Sack. Ja, check. Ey, Alter, der war böse. Der war böse, Alter. Sheesh. Also, die kriegen heute eins richtig aufs Fressbrett. Und so fahren sie wieder in den Sonnenuntergang. Oh, ja, jo, die haben gerade einen. Oh, jo. Ja, da hat's gerade gekracht. Der war mies. Der war mies. Tja. Und was machen die Brüder? Außer die Polizei rufen? King 28, back to Nate. Wir sind die Mafia. Und die batzen sich. Bruder, wir müssen mies gucken, Bruder. Das ist nicht schön so irgendwo. Allgemein müssen wir richtig Kohle machen, Digga. Das auch, Mann. Aber machen wir ungestört Cash, Mann. Bruder, weißt du, was wir heute für Idee hatten, Mann? Einzelne Cops ausnehmen, Mann. Oh mein. Und weißt du wieso, Mann? Die M4, Digga. Wenn wir die verticken, Mann. Boah, es gibt Fähigkeit. Ja, Digga, wir haben noch die P9, die wir verticken. Schau mal, die blauen Crocs, Freunde. Oh, stimmt, Mann. So, die blauen Crocs, ich werde nicht mehr. Scheiße, Mann, Sprung, wenn du was zu essen, Mann. Nein. Hat der echt blaue Crocs an, der Dude? Oder wenn er jetzt hier nicht mal bald wieder ein Bruder fertig ist, Digga, Bruder, dann. What are those? Bald, ich, Mann. Oh nein, schau mal. Die blauen Crocs. Oh. Das ist Return 6 Mechanik. Nee. Seit wann gibt's auf dem Server blaue Crocs? Also allgemein, seit wann gibt's Crocs? Oh nein. Was sehen meine netten Augen da? Bruder. Edin ist noch immer scheiße. Oh nein. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, aber selbst hier ist es ja jetzt 1019 Police Academy. Das wird beim Supreme Court verhandelt. Ja, aber Grafik und alles läuft alles noch richtig stabil. Uwe Lindenberg. Uwe? Hier die Dienste macht. Gibt auch welche mit Socken. Oh mein Gott, die habe ich noch nie gesehen. Ich bin entsetzt. Ich bin gerade echt entsetzt, yo. Da gehen welche schauen wegen Kobe Bennett. Das ist 107, ne? Okay. Haben die wen einpackt? Ich wollte nur sagen, schlechte Preise waren noch ein paar Minuten ab, ob sie dann besser sind. Okay, vielen Dank. Was ist mit dem Dispatch für die King Jonas? Ja, ist kurz vor. Die Jagen. Thank you for the 7 Response zur letzten Dispatch. ETA sind 2 Kilometer. Sure. Was geht denn da schon wieder ab? Also Dispatch die Person, die sich melden sollte. Und schon waren sie weg. Das war wohl ein lupenreiner Zugriff. 7, der wird dann vorerst 10-7. Vielleicht bis später.
Der hat sich richtig, der hat sich richtig verschlafen und gerade aufs Geld. Vielleicht. Ja, so, 10 Sekunden später. Ja, ciao. Die Motivation ist high. Link 12, 1076 Academy. Link 71, 108. Der war motiviert. Ich müsste mal versuchen. Was macht das PD? Wo wird gerade RP gespielt? Kann man zuschauen. Damit man mal zuschauen können und genießen. Warte, knascht hast du Wenn der da ist, dann ist gut. Gut. Der Franz! Gut, perfekt. Kann man sonst was tun? Essen, trinken? Ich check. Wie sieht's bei mir aus? Weil ich schon seit 5-6 Wochen gesucht werde. Oh. Sind sie dann doch auf Toni zugegangen und er hat dann gehandelt. Die Haare, Alter. Das klingt doch gut. Stimmt, die ist ja. Stimmt, die ist ja schon lange auf der Fahndungsliste. Jetzt steht es da einfach am Hauptplatz. Ist sie noch immer auf der Fahndungsliste? Lass mich mal gucken. Ja, schon. So nah. 40 Monate einfach nur um. So weit weg sind schief. Wir. LAPD, ja, hier ist jemand, den ihr sucht, Mann. Oh shit. Er gönnt sich Shisha. In Shisha Bar. Habt ihr schon mal einen RP-Server gesehen mit Shisha Bar? Wenn ja, ist fake. Nur bei uns echte Shisha. Echte Shisha Bar. Auf die Kette, Charlie Alpha Golf Trennung 742. Kannst du mit dem Smart eine Verfolgungsjagd machen? Max Andrei, Angewalte versichert. Ach, mit dem Smart. Aber ich weiß ja, was mich reizen würde. Ich würde mal gerne die Super probieren. Ich glaube, die heißt irgendwie A80 oder so. Ja. Die will ich mal testen. Die ist nämlich. Jetzt sind nämlich vorhin zuversichtlich angeschaut. Mit der ein bisschen testen. Ist der Supra? Eine schwarzen Supra rumfahren. Ich glaube, mit der Supra kann man schon was reißen. Gucke Mama. Du kannst dir das Tuning nicht leisten. So eine Kacke, ich brauche Geld. Vater Staat, gib mir Budgetaufstockung. Guck mal. Das Vater Staat hat mir Budget gegeben. Auch die Panzerung konnte ich mir nicht leisten. Shame on me, was eine Schande. So, ich gehe mal hier. Optik. Felgen, alles drauf geschissen. Wichtig ist. Link 1076 mit einem Porsche-Kennzeichen Taycan vor der Pizzeria. Matt schwarz. Irgendwie cool. Macht keinen Unterschied, kann man auch schnell. Also Backup? Ja, gut, dann mal eine Scheibendöhnung. Ja, das Marvin Wilson hatte ich eben an der Nazio-Tanke. Alter, die geht aber krass in die Kurven rein, ne? Holy. Yo, Alter, die geht rein. Okay. Okay. Okay, okay. Alles klar. Mit der probieren wir es mal. Mit der probieren wir mal ein bisschen um die Hut ziehen. So, wir müssen aber zuerst, weil sie immer gleich alle drauf kommen, Homeland-Weste aus, Maske an, wenn ich eine hab, Bart habe ich, Kappe und Helm. Ah ja. So, gehen wir mal mit der Supra herumdüsen. Boys, it's getting... Boys, ich glaube, es wird dirty. Is that a Supra? Hashtag Hype in den Chat. Ich glaube, das wird dirty. Ich glaube, dass das richtig dirty wird mit dem Ding.
Ja, da vorne ist schon ein Korb. Wollt vorbeiziehen. Max und Moritz. Da kommt schon hinten nach. Ich wollte mit einer viel zu schnellen Supra. Supra? Ich hätte dringend Backup. Er braucht Backup, Freunde. Verstehe ich nicht, warum. Links sind wir hier unrespondet mit Straßenwagen. Jetzt in der Seitengasse beim Bennys. Links abfahren Richtung Süden. Letzter Sichtkontakt meinte 20. Ah, ist wieder hinter mir. Tja, oh nein, er hat mich gesehen. Scheiße. Fenster von hier Richtung Osten. Fahren Richtung hier in die Seitengasse wieder zurück Richtung Abschlepphof. Bist du in Ordnung? Der arme Junge. Wir fahren jetzt wieder Richtung Tankstelle. Ah, ich sehe ihn nicht mehr. Seid überlebt mit einem Funk in der Parker, mich bitte beim Ocean lassen. Der arme Junge. Da sind wir weg. Freunde, so schnell geht's. Wir sind weg. Na hoppla. Kümmert sich am letzten Dispatch. Wo war das, dass ich Kontakt von der Supra? Der Tanke am Bennys. Oh oh. Der letzte war hier ungefähr. Ah ja, check. Eieiei. Ei, ei. Von da die Richtung. Das ging aber ganz schön schnell, ne? Da drüben. Lonu? Welche Farbe? Schwarz. Schwarz. Kapsel. Wie sehen die alle immer hin? Achso, die. Achso, weil die das Radar anhaben, ne? Arbeitsamt, dann links Arbeitsamt Parkplatz drauf. Ja, Nordbord auf dem Parkplatz. Hast du den noch gesehen? Nee. Wegfreigabe? Oh oh. Nicht für das Supra. Oh no! Okay, das ist schon. Also, das, was. Also, das, was da gerade passiert, Freunde, das ist schon echt. Also, das ist schon echt gerade. Sollte jemand David nochmal mit der Frage kann mich vom Ocean abfangen. Hier wieder Sichtkontakt. Ja, ich hab's gesehen. Jedem Boys. Jedem Boys. Oh Mann. Letztes Jahr Parkplatz gesehen und dann plötzlich weg. Ja, der ist in die Rampe gefahren. Jedem Boys. Schwarze Super. Ja, MK4. Ja, check. Ist am Hauptplatz südliche Richtung Emination. Jetzt von der Unicorn weiter in südliche Richtung. Jetzt rechts ab, Seitenstraße, in dem Kleidungsladen. Geht dem Boys! Der links ehemalige Fahrschule, weit in östliche Richtung. Ehemaliges Krankenhaus. Er hat sich Kontakt verloren. Geht dem Boys! Ja, die fährt wieder Richtung Hauptplatz. Oh meine Güte. Unicorn vorbei in Outbound. Start auf dem Highway auf. Ja, da steht schon verkehrt rum Richtung. Naja, negativ. Ah! Da fährt mir aber rein, du! Da kommt ja gar nichts zu. Fährt jetzt Richtung Flughafen wahrscheinlich. Negativ fährt Richtung Jubiläum auf Innerstädtischen. Uiuiui. Geht denn, Boys? Den Filz. Ah! Einer hat schon mal. Shit, Kollege, brauchst du Hilfe? Einer hat schon mal rausgehaut. Oh Gott, geht denn, Boys? Fährt ab. Du bist abgefahren, rechts Richtung Hauptplatz. Hier links rein ins Füllbox. Wieder auf den Innerstädtischen im Gegenverkehr. Sorry, Kollege. Alles gut, danke fürs Drehen. Hier im Gegen-
Verkehr. Haben Sie gut gelöst, Freunde. Ich will wieder runter. Runter von der Autobahn. Links im Gegenverkehr. Oh. Geht denn, Boys? So, wir müssen jetzt noch weiter. Die rechte Musik. Ausfahrt im Gegenverkehr. Nein, links ist. So. Wir fahren wieder ein bisschen in die Gassen rein. Das ist so schön. Fährt beim Schoner raus. Der Schoner arbeitet vorne raus. Geht die Brechts ab. Also das, was hier gerade passiert, ist schon echt. Das ist schon echt spannend. Deine Seitengasse, Waffenhändler, der vorne raus, jetzt Richtung Radius negativ, wieder eine Seitengasse. Ja, hinter mir! Hui! Hui! Ist der Ria-Seitengasse? Hui! Aufwand raus! Monat hier nicht! Mission Raw! Oh oh! Nathan, nein, die mischen nur einen Namen zusammen. Oh! Alles, PD ist richtig am Schwitzen mit mir. Na, wer sich Kontakt bei der Suppe? Negativ. Ah, da vorne sind sie. Brauchen wir eine safe Tankstelle. Ich geh jetzt irgendwo. Dominik Unioner, Dankeschön für 5 Euro. Kuss die geht raus. Die GPS-Koordinate vom letzten Dispatch kommt vom Hauptplatz. Da gehen wir mal tanken. Okay. Auf gemütlich. Das ist super negativ. Das arme PD. Free Ray für Adam. Ja, Free Ray für Adam 76. Was ist ja, wir haben ein Palito eine Person. Die wurde entführt, ausgeraubt, etc. Die wird jetzt ins Krankenhaus. Das ist Training fürs PD, bitte. Bennett. Wäre das was für Sie? Ja, check, Ocean. Dominik und Jona, der Gütige, ja, ja, der kriegt ein Siegel. Danke für 5 Euro, mein lieber Kuss. Dankeschön. Ja, dann vorübernehme ich. Das ist ja wirklich schon. Das ist ja wirklich schon. Ins PD danken gehen dort, ja, ins Mission Row. Wollt ihr David hört? Hätten Sie Zeit, mich mitzunehmen? Also, die haben gerade schon echt, die haben gerade schon echt zu kämpfen, ne? Kingston 8, informativ 10-12, Mission Row. Irgendwer ist verunfallt. Alter, Dominik und Jona ist jetzt ein VIP-Pro, der Gütige. Scheiße. Abend. Ich hab meinen Schlüssel nicht geklaut. Das wäre jetzt schon der Struggle da gewesen. Shit, Mann. So, weiter geht's. Ich komm mir gerade vor, Alter, wie in Fast and Furious. Tiefgarage. Das ultimative Mobbing wäre jetzt irgendwie, wenn ich zu dem Verunfallten vorbeifahre und so tue. Was ob es mich interessiert. Warte mal, der ist doch irgendwo hier, ist der verunfallt, ne? Ich glaube, da fahre ich jetzt hin. Ich glaube, ich gehe den Verunfallten jetzt besuchen. Soll ich das machen, Freunde? Wenn ja, lasst es hier ein Like da. Kingerheiterheit für Link 71. Müsste da doch irgendwo liegen. CBP1, laufende 1080, schwarze Supra, wir fahren jetzt Bennys. Da liegt er schon. Ach, Fox. Holsteine freie Kingerheit mal hier an meinem 1020. Schauen wir mal, ob wir Fox auch so verarschen können.
Parking Lot Jobcenter. Ich hoffe, euch der Abholung im Oceans Medical Center. Parking Lot immer noch Jobcenter. Parking Lot Jobcenter. Oh oh, Stinky. Ah, ich muss da kurz zum Homeland fahren. Der arme Fox. Der arme Fox. Was haben wir gerade mit ihm gemacht? Freunde, was haben wir gerade mit Fox gemacht? Wir haben gerade... Oh mein Gott. Ich fahre aber heute auch echt ekelhaft. Der Arme. Ich glaube, ich hau mich da mal in die Tiefgarage runter. Oh mein Gott, das war gerade böse. Ausgestellt, sondern es wurde einfach nur verhaftet. Und sie haben mit dem Supreme Court telefoniert. Da war Dean dabei. Supreme Court war gar nicht im Dienst. Servus. Kannst du mir einen kleinen Gefallen... Helm abnehmen, bitte. Nee. Kannst du sie zum Chief miternennen? Weil sie wird den neuen Posten des Chiefs mit übernehmen. Mit mir zusammen. Yay, da wollte ich dich sowieso fragen. Und da ich gehört habe, dass wir das nicht können, dass das nur von Homeland gemacht werden kann, benötige ich da etwas Hilfe von euch. Okay, warte mal. Ich kriege immer Blutdruck, wenn ich Leute mit Helm in Gebäuden sehe. Kurz die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich habe noch eine Pille, wenn du eine brauchst. Ich atme es einfach. Eine Pille? Weg. Nicht diese Pille. Ja, deine kleine blauen Pille. Ich muss ja fragen. Bitte was? Die kannst du behalten, brauche ich noch nicht. Er sagt, er hat eine Pille. Oh Gott. Du musst doch alles ins Schmutzige ziehen. Ich glaube, ich bin falsch. Ein bisschen Alter, ne? Erkläre ich dir später. Oh Gott, ich muss, glaube ich, gehen. So. Braucht deine Nummer? Oma Ella. Staatsnummer. Hm. Halt die Klappe. 414, bitte. Ging es informativ. Soeben wurde eine Entführung am Hauptplatz begangen von einem blauen Cadillac mit eine Entführung schon unmaskierten Insassen. Jetzt? Alle mit blauen Tanktops gekleidet, haben Herrn William Gray entführt. Bist du im Dienst gemeldet oder bist du? Ja, nein, ich bin jetzt Assistant Chief. Ach, ich fühle mich gleich viel größer. Sehr schön. Mhm. Chief of Lawyer. Soweit ich weiß, haben die auch Mittag auf vielen herzlichen Dank. Super, vielen Dank für die Unterstützung. Ja. Die haben sich auch an Schießerei mit dem Kartell geliefert. Oh mein Gott, das ist eine Entführung. Er hat den Vordern bei Auffinden dementsprechend vor sich weisen lassen. Sein Kennzeichen bekannt. So, ich muss den Wagen mal wegmachen. Ich dachte, wenn der jetzt wechseln. Ich geh jetzt weiter schauen. Negativ. Ich will da zuschauen, was da jetzt passiert. David, 41 David, 40 David, bilden 40 David und sind 10 Abrams. Entführung schon wieder am Hauptplatz. Kann das damit zusammenhängen? Mhm. Wie das Kartell einbackt haben. Digga, 48 Handy 6 vor McDonalds, Kennzeichen Taika. Könnte das zusammenhängen? King 1576 Oceans. Wen könnten sie überhaupt entführt haben? Kenju? Die Blauen haben wen entführt. Verdammt, yo. Dickes.
Ja. King 15 mit der Frage, der die Person, die ins Oceans eingeflogen ist, Kopf ist Zone, richtig? Ja. Positiv. Ja, der ist gerade gelandet. Deswegen ist der durchgezogen, weil er Schiff hat. Freunde, Road to 15 Likes oder sogar die 20. Auf Ehre. Let's go. Alle, die noch nicht ein Like da gelassen haben, wäre mega dankbar und würde mich mega freuen, wenn sie ein Like da lässt. Also, Kuss geht raus. Kostet euch 10 Sekunden und hilft ungemein. Dankeschön. Ich muss der Kopf nur schnell machen. Was haben die vor? Die geben aber auch nicht auf, ne? Die werden ja schon von jedem gehasst und gesucht. Und sie reiten sich immer weiter in die Scheiße. Jetzt haben sie nur so einen Boy. Linken 50 Fahrzeuge, der Backplanet, nestet ihm im Straßenwagen. Mehr als nur ein Haus. Wir verkaufen ein Zuhause. Luxury Estate. Am Arcadius Tower mit einem schwarzen Fahrzeug, tatsächlich Double Layer R. Das bin nicht ich. Mhm. Passiert gerade nichts. Was wollten die eigentlich mit dem PD machen, weil sie gesagt haben, ja, warten wir mal, was ist das PD? Weiß wer wie Bros IC heißt, das ist der... Das ist der... Der Cop ist das... Ich glaube Miller heißt er. Officer Entchen. Ich glaube Miller heißt er. Der Polizist. Nee. Die reden auch nichts. Also das ist. Was ist da? The Weasel News. S600 im Angebot? Nee, er soll nicht die Karte fahren. Er wurde gerade schon von 1 zu 7 verfolgt. Ist am besten. 2 zu 7. Ja, das war 1 zu 7. Nein, ich meinte für uns, wenn wir da runterfahren. No, oder wollen wir mit dem Maybus eventuell runterfahren? Wir machen das offiziell. Wir machen das offiziell. Okay. Wollt ihr sonst kurz hier warten, das Auto wechseln und fahren und wieder herkommen? Ah! Also, du kannst in Ruhe das Auto wechseln und dann da hochfahren. Wenn okay, du oben bist, sagst du, rufst du mich mal an und sagst, was du siehst. Ich glaube, die wollen, die haben wen gekippt. Versuch dein Auto in der Mitte. Damit das Kartell oder irgendwen rauslocken. Dass die Einwohner dir nicht dein Auto kaputt fahren. Na, ich versuch's rechts auf den Bürgersteig zu stellen, da ist ein großer genau, Bürgersteig. Genau, irgendwie. Genau. Bitte, also, gut, dann sehen wir uns gleich, ne? Oha! XX Brabus! Strich 1XX. Der Gütige. Ein Gütiger. Das gibt definitiv ein Herz und ein Gütesiegel. Er ist der Gütige. Na, die mit hinfahren, bitte einmal aufs Handy. Dankeschön. Ich kurz was erklären. Also wenn ihr dann auf... Ey Freunde, bedankt euch bei Brabus. Ja. Dann seht ihr ja den Nutzfahrzeugehändler. Ey, das wird jetzt spannend, da will ich dabei sein unbedingt. Über das und dann ja den Standort, den ich euch gegeben habe. Ja. Vor diesem Standort ist ein Gebäude. Auf dieses Gebäude kannst du drauf. Ja. Das Gebäude können wir aber nicht besetzen, weil man auf dieses Gebäude nur von der Seite draufkommt, wo die augenscheinlich sind. Sprich, ja, wir müssen auf dieses Gebäude unbedingt aufpassen. Ich würde vorschlagen, dass eine Person auch rechts rumfährt und außen am Wasser entlang, an diesen Barrieren entlang, oben entlang fährt, um dann von rechts dorthin gucken zu können. Aber es geht jetzt Leute, die da heute. Okay, die halten da irgendjemanden. Ich schau mal Not Me zu. Ein Auto von der Seite kommt von der gegenüberliegenden Brücke. Da wo das Stadion ist. Und die anderen beiden Autos jeweils vom Flughafengelände. Wenn du da wo der Standort ist, wenn du vom Stadion aus kommst, bist du im Lowground. Die haben den Highground. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Du meinst, dass sie auf den Dach dort schimmeln? Der Chat ist heute wieder echt ganz schön grün geworden.
Es geht, wenn du ungefähr, wenn du da auf diesem Ding bist und hier auf dem Dach, dann geht's. Danke, danke nochmal. Wenn danke. Wir dann Fight hätten. An alle. Aber an wenn alle du Gütigen tiefer heute. Bist, also noch ein Stück tiefer, dann wird's richtig problematisch. Wir werden auch gleich mal gleich einen Fight haben und wir werden auch gleich, wenn wir dort unten schießen, spätestens nicht mal in 10 Minuten die Cops dort haben. Aber wollen wir dann nicht mehrere Bewaffnungen holen, also leichte wenigstens? Schade, es ist schade darum für die Cops, die M4. Gut, die G2 drückst du mit ein. Oder mit einer Klopp. Ja gut, das stimmt, da habe ich auch schon 3 Leute mit an einem Tag geholt. Ich habe auch nur eine MP und eine Glock und eine... Aber so Dauer, also so schnellwaffenmäßig habe ich jetzt nichts. Also ich hätte mir jetzt noch eine Thompson oder eine Uzi geholt oder so. Ich kann dir eine Uzi geben. Ja? Ich habe auch nur eine Uzi und eine G2 dabei. Mit jeder von euch ist da. Moment. Hä? Ja, hier ist ja der Waffenladen um der Ecke. Holt euch doch noch was Westen. Oder? Hat jeder von euch eine Weste? Deswegen frage ich. Ich will jetzt auch eine Munition. Ich glaube, da unten gibt es jetzt keine Schießerei. Und volle Westen dabei haben. Wie lange braucht man noch? Haben wir nur 3 Minuten? Wir haben noch 3 Minuten. Ich denke. Okay, ja. Kurz eine Piste. Wollen da, glaube ich, wirklich eine Schießerei machen? Bau bald manche Leute aus, ja. Ey, Alter, da will ich zuschauen. Was darf man da? Oh, die beobachten die schon. Ging 28 informativ. Steffi White ist jetzt von der Fahndung, die hat sich gestellt. Aha! Steffi White hat sich gestellt. Info. Was ist der schönste Moment von dir und Kurt? Boah, da kann ich pauschal keinen sagen, da gibt's einige schöne. Eigentlich ist die gesamte Freundschaft so wie sie ist. Klar hat es Höhen und Tiefen gesehen, aber es ist das gesamte Bild ist einfach schön. Und dass es mal sowas heute noch in so einer Zeit hat und erleben darf. Aber ich an einen pauschalen Moment, es gibt so viele. Sehr schwer. Hier hängt einer quer. Ein Anhänger. What do you want, David Beck, noch kurz hier? Dein 1020? Ja. 400 Meter. Ohne SAP zu stören. Oh mein Gott, Brabus! Brabus! XX Brabus 1XX nochmal! Es gibt nochmal ein Herz und ein Gütesiegel. Alter, noch einmal 10 Subgifts. Du bist brutal, du bist eins verrückter Dude. Scheiße, yo. Dankeschön. Mann. Alter, der gönnt. Auf jeden Fall ein Gütiger. Die werden von da oben schon heftigst beobachtet. Ich schau mal nochmal beim Kartell zu. Aber mir taugt es, wie stabil die Grafikmod und alles läuft. Trotz am Anfang hat es mal gecrashed. So, das ist der Cop, der durch uns verunfallt ist. Wollte David hört? Armer Junge. Er könnte mich aber per Draht kontaktieren. Ja. Da ist Aidan und da ist Raylan und da ist Franzius. Alter, die Sirenen. Oh. Also ich freue, ich verspreche es euch, bis zum nächsten Mal habe ich das behoben. Also ich habe mein ganzes GTA, ich habe alles komplett frisch geupdatet. Sind alle da? Es fehlt ja noch einer. Alle, die es nicht mitbekommen haben? Also zum Auto. Ja, ist ja egal. Wir fahren vom Flughafen aus an. Ja. Ein Team, sprich ein Auto mit 2 Personen, fährt rechts an dem länglichen Gebäude vorbei, was vor dir im Standort ist. Am besten da auf Foto. Ja. Ja. Und der Rest fährt vorne eben von links auf den Parkplatz. Aber einer dort rechts. Einsteigen bitte mit G2, damit ihr Range darüber hättet. Ihr müsst aufpassen, er hat mir jetzt gerade gesagt gehabt, einer funkt ihn wilder und es ist ein roter Tahoe mit dabei. Das
Sind sein Freund selber, läuft nicht auf dem Parkplatz rum. Also gehen wir davon aus. Wie kam die überhaupt auf die Idee, einen eigenen Server zu machen? Du, wir haben nichts gefunden, was uns zugesagt hat, hatten aber unbedingt Bock auf RP, so haben wir unseren eigenen kleinen Sandkasten-Server gemacht, ne? Steigt auch hinter mir ein. Steigt hinter euch ein. Und wenn ihr auf dem Park, wenn ihr auf dem Parkplatz fahrt, Nice Play gibt sich's gerade mit dem Porsche. Er gibt gerade alles. Oh, jetzt geht's los. Sind da gerade explodiert. Gerade die Tankstelle hochgegangen. Nee, oder? Krieger Tommy, dankeschön. Auch ein Gütiger. Dankeschön. So. Jetzt geht's los. Hast du nichts gemacht, oder? Ich hab gar nichts gemacht. Mir auch nicht. Dann bist du mir komplett hinten rein. Das ist wieder. Lass dich nie wieder fahren. War das Auto bei dir da? Nein. Perfekt. Ja, komplett. Mehrfach. Ja. Das darf doch nicht wahr sein jetzt, oder? Wie kann man nur so hart reinscheißen? Kacke. Scheiße. Ja, vor allem, weil das FD ausgelastet ist. Es dauert jetzt 4 Stunden, bis die da sind. Wenn nicht, fragt mal, ob wir euch rausholen dürfen, wenn die zurückrufen oder so. Aufgrund dessen, weil die ausgelastet sind. Na, wahrscheinlich das PD muss es rausholen. Wie kann man nur so reinscheißen? Also das ist gerade wirklich. Also das ist ja gerade wirklich. Unter aller Sau. Boah, geht's einmal weg vor der Straße. Ja. Ein Auto hat sich überschlagen. Okay. Das hat immer noch deinen Freund oder seinen Freund frei? Und legen Sie mit die One-Fahrt mal hin. Ist dein Freund frei oder ist er immer noch mit dabei dann? Dürfen die nicht weiterfahren? Das war doch wegen einem Kopflosen, der da gespawnt ist. Ja. Und? Die einzige Ausnahme ist, wenn du gepittet wirst. Alles, was so auf durch nicht Fremdspielereinwirkung passiert, ist auszuspielen. Ist mir als Morris ja auch schon so oft passiert. Wenn mir ein Kopfloser reinzieht und mich überschlägt, ja, dann ärgerlich, aber scheiße. Aber das ist egal. Es tut mir leid gerade. Gib alle deine Wertgegenstände ab. Sagst du so, wie es ist. Dafür werde ich mich wahrscheinlich auch wieder überschlagen. Da werde ich safe wieder Karma kriegen, dass ich da jetzt lache. Die haben einen Job gehabt. Einen Job. Diese Straße da in normaler Geschwindigkeit lang zu fahren an diesen Ort hier. Jetzt ist die nicht schon weg. Die haben ihn eh wieder einpackt, schon, die fahren schon wieder herum. Weißt du, was jetzt lustig wäre, wenn die ihn jetzt nehmen und dort vorbeifahren? Das wäre jetzt epic.
Nehmen Sie jetzt Ding Hobbs? Nein, nehmen Sie nicht. King 28 informativ, in der Pizzeria soll sich wohl eine Person mit geholzter Waffe befinden. 40 David responding. Der NPC ist gespawnt, ja, Pech. Ich sage ja, ist ja mir auch schon so oft passiert. Dann ist es halt so. Wenn er rein spawnt, dann ist es so. Ist halt Pech in dem Moment. Trotzdem muss man es halt ausspielen. Komm ich nur für Link 50? Ickes. Link 50 voll informativ. Ich wurde gerade angesprochen. Geiselnahme beim Bennys beim Gebrauchtwagen. Schau. Im Auto, nur dass ihr es wisst, ne? Schau, wie sie die Scheiße haben. Schau, wie sie schießen. SPD auch schon da. Ist wohl wieder ein blaues Fahrzeug. Oh, jetzt geht's ab. Blauer Tahoe. Fährt Richtung Hauptplatz. Edin wieder Kopfschmerzen. Ja, der crasht sich hier mit einem Estate rum. Alter, jetzt wird's spannend. Koche ganz dringend Offroad-Einheit, fahren Richtung Mirror Park. Ja, Offroader steht vor Mirror Park. Also ich stehe da. Frankie? Ein Gelände. Ja, hier sind noch weitere Fahrzeuge. Uiuiui. Ist jetzt ein fettes Shootout dann gleich? Der Hof fährt in den Offroad rein. Beim Mirror Park. Tja, Wolfie auch schon hier. Schott. Oh mein Gott, Wolfie! Oh. Alter, hat's denn okay. Auskiebeln? Also es kam Schüsse im... Jo! Jo! Alter! East. Alter, hat's denn gerade zerschallert? Aktuell positiv. In Richtung East gefahren. Fahren wieder East statt einwärts. Oh kaum mein. Nicht Kontakt. Im Platten reingedruckt, Alter, am Berg um. Hallo. Ey, ich hab's hier nur gesehen, ich hab gerade keinen Sichtkontakt mehr. Bin auf jeden Fall innerstädtischer Einstadt einwärts gefahren. Vorhin, also sprich, fast jetzt schon knapp eine Stunde, bin ich rumgelaufen im Gefängnis. Ja. So quasi ein bisschen erkundigt. Und dann auf einmal ging ich ganz kurz auf den Desktop wieder zurück. Und dann kam die Meldung, Ausbruchversuch. Dann hat es mich die Zeit voll hochgehauen. Aber ich bin überhaupt nicht ausgebrochen oder irgendwie über den Riesenzaun. Ich habe dich nur wegen AFK, habe ich dich rauskickt dann mal. Ja, genau, das habe ich gesehen, ja. Aber nachher bin ich hier im Spiel gewesen, ganz normal. Und da bin ich halt alles erkundigt. Also dann warst du wahrscheinlich da ein bisschen außerhalb, gell? Ja, kann sein. Ja, aber ich bin ja nicht ausgebrochen. Man kann Wie viel hattest du denn vorhin? Also es hat mich bestimmt 60 Minuten hochgehauen. Also ich weiß nicht wie viel genau, aber es war schon ziemlich viel. Wie viel hättest du denn jetzt noch über? Jetzt habe ich noch 120 und vorhin hat es mich von 130 auf 190 hochgehauen. Okay. Ja, ich müsste dich halt noch einmal reinchallen. Okay. Gib mir mal nochmal, warte mal. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Fehler war oder ob man gar nicht laufen darf. Ist schon, aber du bist ja grundsätzlich darfst du dich nur am Hof bewegen, aber muss jetzt nicht sein, dass deswegen 60. Deine Start-ID? 3, 2, 6. Okay, und du hattest jetzt noch 120 oder offen? Ja, also 116 steht jetzt. 16,5. 116,5 hast du jetzt noch offen? Ja, steht. Okay. Okay.
So, dann machen wir das. Ja, 10-4, dann wahrscheinlich eher. Wahrscheinlich. Der Taikon ist von der Nationalbank vorhin noch. So, jetzt passt's wieder, gell? Jo, ich glaube, vorhin stand gerade 114. Ja, grad das passt. Gut. Okay. Alles klar. Danke. Ciao. 11-11 für Inspect 1. Oh, Alter. Das ist ja auch retten. Was haben sie jetzt mit dem, Nie wieder lassen wir uns sowas ins machen, Digga. Ey, wir, was haben die jetzt mit dem gemacht, mit dem einen Boy? Digga, wir haben über... Ah, dann haben sie umgebracht. Alter. Dann haben sie umgebracht, nur so einen Boy? Eieiei. Aber das Beste war, finde ich, Lone Wolf, wie es ein Abkommen hat, dort vom Hügel runter. What do you want, David Beckham? Ja, Kollege hat kurz hier gehabt, ist wieder da. War das vorhin so ein Plower to Ho? Ja, die Plower. Ja, dann ist der bei mir, linke Mission Rope hier, die Brücke. Ja, haut doch ab. Beckham, nach Rüdi. Jetzt geht's schon wieder. Ja, immer noch auf der linken Mission Rope hier die Brücke. Der dunkelblaue Black Series mit dabei. Geht sich eigentlich Wolf hier zu schnell da aus dem Auto raus befreien? Negativ, nur der Zau. Steht nicht in der Regel drin, aus großer Höhe fallen? Jetzt ein Mirror Park. Da hat gerade ein schwarzer Raptor auf die geschossen. Der fährt jetzt hier ins Gemüse. Wie das? Jetzt, es gibt gleich einen Hoch am Berg. Gibt keinen Shootout. Ja, genau. Der fährt da links wieder runter, Jetzt gibt's gleich Shootout. Informative werden von einem P1 und mehreren Porsche auch beobachtet. Ja, guck doch nach dem Raptor, der steht da oben noch, der hat auf die geschossen. Also wenn irgendein Offroader gerade da ist, dann... Der Raptor gleich im Überschlag. Sind wir nicht von den beobachteten Leuten? Der blaue Tau fährt den Berg weiter hoch. Du schießt ja, der verfolgt die, der will die anscheinend umbringen oder so. Tschüss, yo. Sind Leute ausgestiegen? Die steigen aus oben. Vorsicht, aufpassen. Schüsse, die schießen, schießen! Die schießen! Auf euch? Ja. Schon wieder, Larissa, schon wieder Geisterauto. Kommen wir gleich. Wir sind gegen die Richtung. Komm, der schwarze Raptor ist jetzt auf euch geschossen, ja oder nein? Ja. Nur in die Richtung. Wir haben keine Schussfrage auf dem Baum bis jetzt. Wurde ein Kollege von vorher beim Zaun angeschossen? Negativ. Du willst fahren? Mission Road 10-12. Achtung, P1 hier mit dabei, ein X7 Raptor ebenfalls und ein Urus. Ja, Alter, das ist schon Speedy, schau wie viele! Alter! Das geht, keine Langwaffen. Schau wie viele! Ja, bei dem Urus und dem X7 ist jetzt eine maskierte Person ausgestiegen. Die Blauer da, die schießen nicht auf uns. Ja, lass mal den Raptor hier checken. Komm. Tau hat mindestens einen Platte. Ja, ein Platte hinten rechts. Oh klar, Alter, das war kurz vor Überschlag. Ich hoffe, perfekt auf Offroader. Ja, ich auch. Wo sind die denn? Ja, ist gerade ein Urus flüchtig, der ist Richtung Hauptplatz gefahren, so ein mit so einem pinken Perleffekt. Warum fallen bei euch manchmal Lampen und Ampeln beim Vorbeifahren? Das liegt, glaube ich, am Sink. Das liegt am 5M Sink oder so. Okay, ich muss mal kurz zu Larissa. Also, warte mal, das war der falsche. Verdammt, ich habe schon eh gedrückt. Genommen. Das sieht aber geil aus. Schon wieder? Hallo. Oh mein Gott. Scheiße.
Welcher jetzt? Beide Autos. Beide. Oh, nee. Beide. Links ja, und sag nichts. Warte mal. Mann. Okay, da geht schon wieder. Der hängt schon mal. 10 Kilometer. Der LKW da drüben ist, by the way, auch. Ich nochmal mit der Info Tiefgarage. Ja, und der ist was? Tiefer gelegt als du. Oder? Warte mal, ich probiere, ob ich den jetzt mal wegkrieg. Probiert jetzt mal. Mhm. Beide. Ja, zugelassen, Tim Wolf. Ah. Jawohl. Danke. Tschüss. Tschüssi. Fehlt eine Fensterscheibe wegen dir, danke. Willkommen. Edin voll am Schwitzen. Das wäre jetzt aber die Entdeckung des Jahrtausends, ne? Wie man diesen Bug fixt. Theoretisch. Habt ihr gemerkt, die haben nämlich despawned, wo ich ein anderes Auto despawnen konnte? Das wäre die Entdeckung des Jahrtausends, wenn man einfach ein Spielerauto von sich holt, nebenhin stellt das default und dann gehen die anderen. Das muss ich testen. Beim nächsten Geisterauto, ich schwöre euch, das. Alter, das wäre epic. Noch ein Edin. Das wäre die Entdeckung. Alter, wenn ich jetzt auf das draufkommen bin, das wäre heftig. Bock zu schießen, Digga. 200 Monate. Ja, machen wir doch auch nicht, Digga. Machen wir doch nicht. 200 also Monate sehe ich nicht ein, Bro. Wir haben keinen Willen, wenn es richtig runterkracht ist. Bro, du kannst es echt nicht lassen, Mann. Ich hab's gerade durch die Kopfhörer so weit. Shit, Jungs, man. Ja, Digga, die haben sich gegenseitig gefickt. Jungs, Mann, was haltet ihr von dem U-Bahn-Schacht, Mann? Digga, ich hab keine Ahnung, Bro. Keine Ahnung, runterzulaufen, Mann. Weil das... Jungs, festhalten, Mann. Yo! Shit, Bruder, das Auto bringt nichts aus, Mann. Wir müssen halt ausprobieren. Voll der Bullshit. Wo sind die U-Bahn-Schacht, Digga? Wo sind die U-Bahn-Schachte, Mann? Bruder, in der Stadt, Mann. Ich bin da letztens einmal runtergelaufen. Das ist so krass. Yo. Digga. Weil die heute auch so warm extrem. Der Penner, hey, Mann. Auf, mach mehr, Digga. Oh, scheiße, hätte uns helfen können, Mann. Digga, wir haben so viel hinter uns, Bro. Das ist doch nicht mehr normal. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Da unten 6, Digga. What the fuck? Mies, Mann. Bro. Die sind nicht am Chillen, Mann. Die müssen auch mal ein bisschen runterkommen. Ey, die brauchen einfach mal ein... Ey, Bro, du lebst. Wir sind in Verfolgung mit den Cops, Mann. Digga, wir haben danke für 5 Euro. Ich glaube, die V machen ein kurzes Stück weglaufen und wieder hin, war die Lösung. Nee, das habe ich schon oft gesagt. Ich hab dir gesagt, du sollst dich verpissen und du Wichser bist da geblieben, Mann. Selbst schuld, Mann. Jungs, streitet euch später, Digga. Schlag dir die Fresse ein, wenn ich dich sehe, Sirik. Streitet euch später, Jungs. Wir haben gerade andere Probleme. Road to Knast. Hey, wir haben schon 4 Autos. Ja, Bro, wir haben ungelogen 8 Cops. Wir haben 8 Cops hinter uns. Scheiße. Shit, man, sollen wir in U-Bahn-Tunnel rennen, Alter? Ja, rennen. Schau, wie viele da hinten. Geil. U-Bahn-Schacht irgendwie. Shit, Digga, wenn die in U-Bahn-Schacht kommen, Mann, dann knallen wir die ab, Alter. Yo, das ist so, Mann. Wir rennen da runter, Mann, und wenn sie kommen... Alter, schon wie viele. Shit, Digga, Straßensperre oder so, Mann. Yo. Fick dich, Bitch. Oh, shit, der Wagen rutscht. Bro, chill. Oh, scheiße. Bruder, gib mal erstmal Zeug zum Durchziehen, Mann. Oh, Spark, Mann. Digga, in diesem komischen Krankenhaus beim Haus. Spark, Mann, gib Gas, Mann. Shit. Oder wir können nicht umsteigen, Mann, die werden uns bumsen. Digga, wir haben so viele Leute hinter uns. Schau, die ganze Stadt, schau.
Stell dich aber nicht so wie letztes Mal, Bro. Eben gerade bei der Schießerei vorhin bin ich derjenige gewesen, der gefickt war, weil Bruder, ich keine Deckung hatte. Der Front direkt dahin, Mann. Steht, Bruder. Oh, scheiße, ich hab doch Schaden. Steig aus, Mann. Ich auch. Schild, Digga, sollen wir die abknallen, wenn die runterkommen? Digga, die haben gezielt, Bro, mit M4. Oder renn um dein Leben, Mann. Schild, Digga. So, warte mal, ich muss da direkt zum... Gib dich mal... Oder ich wurde... Scheiße, Mann. So, die Cops hinten nachschauen. Ja, wir haben aktuell noch keine. Ach, das sind ja diese SWAT. Ich will es wegrennen. Scheiße, Mann, das sind die uns wegen uns. Aber ich komm gleich safe mit Autos oder so. Haben die keine Urlaube im PD? Ja, doch. Aber das PD ist halt trotzdem so stark aufgestellt. Die sind schon viel weiter weg. Die müssten da irgendwie mit Autos reinkommen oder so. Shit, Mann, die Bullen sind hinter uns, Mann. Ja, der Tunnel geht ja noch ewig, schaffe ich es rennen. Da wartet schon einer, schau. Okay, ich glaube 1 zu 7 wartet jetzt in den U-Bahn-Schächten. Aha, oh mein Gott, das wird geil. Vielleicht schießen sie es da unten jetzt zusammen. 1 zu 7 smarter als PD. Die warten schon in die Stationen. Oh, da schau, die sind sogar unten. Oh no. Die sind sogar unten. Alter, die werden wirklich gejagt, das fuck. Ich will sie nachfahren. Der Tesla gepanzert oder was? Ich meine, in echt ja. Alter, wie creepy. Ich bin jetzt gerade unter einem innerstädtischen Highway durch. Alter, aber wie creepy ist das bitte so? Stell dir vor, du bist im U-Bahn-Schacht. Scheiße. Steht, Mann, wer bist du, Alter? Verpiss dich, Junge, verpiss dich, Mann. Steht. Yo. Der kommt. Der kommt wieder, Bro. Wir sind immer noch auf dem Weg. Ja, na, mit einem Cybertruck, wir sind jetzt genau. Und Cybertruck ist gepanzert. Ich frag mich, ob der die ganze Zeit gepanzert ist, weil der hat eigentlich schon sau viele Kugeln fressen. Irgendwann muss das Glas brechen. Ist der voll also geht der mal in die Brüche so wie der Maybach oder bleibt der? Weil wenn der bleibt, dann muss man den unbedingt fixen. Weil es darf kein einziges Auto geben, was die ganze Zeit voll gepanzert ist. Muss ich mal testen. Ja. Wenn ja, das wäre eine große Fehler.
Krabby ist responding, heavy armed. Ich fahre jetzt beim Arbeitsamt in die Schächte rein. Ja, wir fahren vom Arbeitsamt und ziehen weg. Da wartet jetzt der andere. Ja, alle drei rechts. Scheiße, schießt der. Die haben auch regenrechten Funkkontakt. Box German, danke, der gütige, gütige Pro. Wir sind jetzt an der Bahnstation Bundesparkhaus. Am besten die Einheiten mal vorziehen, dass wir die stoppen können. Wolf ist tot. Aber... Die werden beschossen von oben von der U-Bahn-Station. Folgende 1020. Ah ja, Wolf ist tot, ja. Aber vielleicht auch nur, weil er durch den Rahmen geschossen hat. Müsste ich einmal, sehr lange gepanzert. Okay. Aber das wäre nicht cool. Wir brauchen dich nicht. Wir haben hier eine bewusstlose Person. In der U-Bahn-Station. Ja, die kommen auf uns zu. Sag mal bitte. Knallen die jetzt? Ich muss aus dem Schussgefecht. Stehen bleiben oder sie werden getasert. Oh, Bro. Feiert. Eine freie Einheit zu der U-Bahn-Station. Hier haben wir eine bewusstlose Person. Das ist Nummer 1020. Informativ, ich habe den Cybertruck mit 4 kaputten Reifen und durchdrehenden Rädern. Alle 3 Täter stehen. Ein Officer down. Uiuiuiuiui. Ist da noch einer? Negativ. Einer? Alle 3 down. Okay. Plus ein Officer. Oh. Okay. Oh, wei. Hat der eine gesagt, ich ergebe mich und ist trotzdem erschossen worden. Der Marco, schon der Gütigste. Denken 50 informativ. Bei der U-Bahn, wenn man bei der Hauptplatzbaustelle reinfährt, Richtung 1020 von euch, dort steht jetzt der Cybertruck. Eine bewusstlose Person, eine Person sitzt noch lebend im Auto. Kommt die Bierkette nochmal zurück? Ich dachte, ihr wartet. Alter, was eine Ballerei gerade. Alle drei einmal bitte an Hilfe denken. Schreibt mal nach FD, dass wir hier unten in der U-Bahn sind. Ja. Eieieiei. Das ist die falsche Richtung. Im Team Wolf haben sie auch geholt. Informieren, wo die Bewusstlosen liegen. Alter. Ja, linke Seite 6 macht das. Heftige Ballerei! Wo seid ihr denn jetzt? An die anderen 2 Täter bitte einmal an Hilfe denken. Ich bräuchte hier noch eine Einheit. Im U-Bahn-Schacht. King 28 kommt. Ja. Alter, wild! Ja, also folgendes, Schießerei, wir sind im U-Bahn-Tunnel. Sollen wir die Personal... ganz, ganz wilde Nummer. Bei dem Mace-Bank... Sollen wir die Personal von den Tätern schon nehmen? Er war Scotty, heftig aufgeräumt da. Das ist eine Frage, beobachtet. Alter, Scotty hat heftig aufgewiesen. Ich glaube, 2 hat er geholt. Vielleicht im ich glaube, sie haben sich nämlich selber geholt. An der kleinen Mace Bank aufstellen sollen. Wo es runtergeht zur U-Bahn. Ich meine, der eine war wehrlos, weil der war im Taser drin. Da, wo die andere Bar ist, die zweite. Gegenüber von Bahama Mama müsste es sein. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich schau gerade nämlich in die Logs. Ich hab mit Captain Rücksprache gehalten vom FD. Check, die wissen Bescheid mit dem Macebank Tower West. Ja, positiv CBP1 begleitet die Kollegen. Ah, 2 Colt. 2. Dann können wir die alle ja schon. Er hat den. Er hat den. Also, er hat alle 3 geholt, aber der eine war halt nicht wirklich ein Kill. Weil das war jemand, der im Taser lag. Ja, wo bist du denn genau? So, wenn du beim, den Send Nudes hat er geholt, Edin hat er geholt und Bros war halt im Taser, den hat er geholt, der wo er dann rausgegangen ist. Also, das war ein halber Kill, so, weil der hat sich eh nicht gewehrt. Aber heftig, Alter. Habt ihr noch was rumliegt? Also auf dem Papier hat er alle 3 geholt, aber für mich zählt der dritte nicht. Ja. Der dritte zählt nicht so, weil der war am Boden unten getasert. Ich glaube, wir haben alle, ja. Herr Commissioner, bei den hat nämlich Manni getasert, das hat man gesehen.
Oder, ja. Ich weiß nicht, ich muss noch mal schauen, was der gesagt hat. Hat der am Ende gesagt, ich ergebe mich und der hat dann trotzdem eine Kugel in den Kopf drückt? Ja, das ist der von... Ich weiß es nicht, aber irgendwas hat der am Ende gesagt und dann dort einen Kopfschuss kriegt. Obwohl er im Taser nämlich lag. Keine Ahnung, was da war. Hat er irgendwas geschrien, so dass er weiterkämpfen wollte oder... Oder wollte er sich ergeben und hat trotzdem die Kugel gekriegt. Aber er war auf jeden Fall getasert, das habe ich gesehen. Der FD lässt nachfragen, wo jetzt genau der Sammelort für die Patientenablage sein soll. Ja. Ging alles so schnell. Aber wild, Alter. Da ist schon wieder sehr viel Blut geflossen. Heftige Situation aber. Aber die Blauen, Alter, die nehmen sich nix, ey. Die geben volle Kanone. Tao, hier raus. Ja, sind wir. Ja, ich habe halt keine Bewusstlosen. Er wollte sich ergeben. Okay. Naja, ich dachte es mir nämlich auch. Ja, deswegen. Ich dachte es mir nämlich auch, dass er sich ergibt und dann ist er erschossen worden. So viel Pech musst du halt auch haben, ne? Eieiei. Ganz, ganz wilde Szene. Positiv, FD steht auch schon oben. Check wegen dem Raptor. Ja, ich frage mich, wie der da hinkommt. Nee, die Frau Weiß. Das ist glaube ich, die von einem einen Bewusstlosen, der auf die Kleine geschossen hat. Am besten werden das gerade mit dir. Ja, am besten Zivilisten und PD drin. Alter, kann man bitte da mal so ein Facepalm machen? Steffi White ergibt sich. Was passiert? Sie wird in den Marschlauf transferiert. Sie fahren 5 Meter raus bei der Einfahrtsüberschlagung. Wir müssen das machen. Wir müssen. Genau. Ja, dann, Alter, ist das peinlich. Lecker frei. Haben sich die da irgendwo aufs... Was haben die gemacht? Das ist so eine Katastrophe. Bernie mit der Frage, können eine Free Patrol Unit... Ist das peinlich, oh mein Gott. Also das sind... Ist das jetzt, wenn sowas mit der 1015 passiert, über... Das sind definitiv die Helden des Tages. Frage, werden noch DNA-Spuren von dem blauen Tahoe benötigt? Leicht negativ, wir haben alle drei Täter. Entfer. Scheiße. Wir rücken von der Patientenablage ab und wir verlegen Richtung Nationalbank zur Absicherung. Informativ, der blaue Tahoe hat wohl auch vor einer halben Stunde Leute entführt im Hauptplatz. Täterbeschreibung passt auch wieder zu liegen. Also es ist natürlich, ich wette, was die haben, das Tor zugemacht, aber entweder zu früh oder zu spät. Zu früh. Kann ja nur sein. Mountain für Cheesy? Ich glaube, die waren ja, im Ding. Ja, hast du deinen Suburban schon geholt? Ah, da ist der Sammelplatz. Achso, deswegen Nationalbank. Nee, Burkhead mit ein. Ja, wir lassen uns gerade zu unserem Suburban fahren. Ich glaube, jetzt nochmal eine Verfolgung gesagt mit dem Ding wäre, glaube ich, nicht so von Vorteil. Ich glaube, dass das PD gerade sehr gut zu tun hat. So, was so peinlich, Alter. Linken 54 für King 28. Striegler, Susanne, servus. Linken 54 für King 28. Wie mit dem Pizzaroller herumchillt. Pizzaroller. Was machen sie bei der Academy? Ja, du. Ich hab ich süß. Du kannst dem Typen, den du gerade hochgebracht hast, auch noch Täterstatus geben. Weil der hatte Hand. Der Porsche flüchtet, das ist nice play, oder? Da ist eine P90 drin. Wie ist das möglich, bitte? Porsche einsteigen und einmal wegfahren. So, linken 28 nochmal. Ich hab dich gerade nicht verstanden, weil hier neben mir geschossen wurde. Ich hab gesagt, du kannst dem Typen, wenn noch nicht geschehen, auch Täterstatus gleich geben, weil der hat Hand für den Kopf. Wer abgehauen ist. Ja, der ist bei den ganzen anderen Tätern bei der U-Bahn-Station mit dabei. Hat gerade jemand geschafft, diesen Porsche hier raus zu klauen?
anscheinend. Oh mein Gott. Ich stand aber neben dem Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, wie das machbar ist. Oder der saß in dem Fahrzeug drin, als Fahrer. Das saß die ganze Zeit drin. Frage, wird aktuell noch Unterstützung durch die X-Rays benötigt? Schau, wie es drin sitzt. Gunpoint auf Fahrerseite. Jupp. Wing 28 und 15 Mission. Schau, wie es scheiß drin sitzen. Haben wir eine King-Einheit da? Vielleicht kannst du einmal den DNA-Spuren hier nehmen von dem Fahrzeug. Mach ihn gerade auf. Da probieren wir. Schau, wie es drin sitzt und sich verstecken. Nicht, dass da noch einer drin sitzt. Ja, genau deswegen. Nee, nix. Okay. Schau, der Fahrer. Ist er offen? Schau mal im Kofferraum. Weil das ist der, wo im Porsche gestiegen ist. Bei dem einen Kollegen beim Raptor alles gut. Haben die gerade gesagt, da sitzt keiner mehr drin? Daniel Morgan ist dazu gelassen. Schaust du mal rein, ich hab Gunpoint auf Fahrerseite. Ist euch alles gut? Nee. Nee, anscheinend waren Leute in den Autos, die haben gerade den Funk gelassen. Doch, das Tatsache. Bist du noch jemand drin? Ja. Positiv. Person im Fahrzeug. Kommen Sie mit erhobenen Händen aus dem Auto raus. Raus aus dem Fahrzeug, jetzt! Grün voll brand auf alle Etagen. Ich sicher dich? Schon hinten? Hab ich, soll ich festnehmen, ja? Ja, positiv. Soll ich festnehmen? Nee. 12, Mission Row. Festgenommen. Mit welcher Begründung? Erstens voll maskiert und zweitens sind sie in einer Sperrzone. Also haben Sie gerade selber zugegeben, dass Sie zu den anderen dazugehört haben. Oder dazugehören. Sie haben gerade gesagt, außerdem waren wir vorher hier. Ich habe gesagt, wann haben Sie die Sperrzone gemacht und wann waren wir hier? Tja. Ist sonst noch jemand drin im Fahrzeug? Schaut nicht so aus. Was? Ja, ich nehme mal mit. Doch. Sitzt nur einer hinten. Hinten rechts. Raus aus dem Auto. Ja. Doch, hinten rechts. Raus aus dem Auto. Hände hoch, Gesicht zum Fahrzeug. Sicher dich, du nimmst fest. Funkgerät weg. Bin festgenommen. Wir haben noch eine Person im Raptor gehabt. Sind da jetzt noch mehr Personen? Nee, oder? Kontrolliert bitte mal die ganzen Fahrzeuge, nicht dass da noch irgendwo anders ist. Ich würde es einmal durchsuchen. Nicht so wie im Porsche. Also der Raptor, der hier oben steht, ist jetzt komplett leer. Wie sah es bei dem Raptor unten aus? Okay. Der muss auch leer sein. Da war der drin. Aber noch Alter, war es ein Riesenszenario. Die Dame aus dem Raptor hat gerade noch gefunkt. Vielleicht kommt da noch was. Haben Sie aktuell Schmerzen? Denn? Ja, was ist mit Wolf? Oh ja, Mann. Der liegt da. Da noch Position gehen. Also FG möchte Absicherung. Scheiße. Okay, auf der Skala von 1 bis 10. Ich lasse das dann alles. What the fuck? Achso, die sind da runtergefahren schon, hä? Ja. Der ist tatsächlich leer. Also Raptor unten ist clean. Na dann, wir hauen wieder rein. Ich hab die Partei nicht was. Ciao. Ich kann auch laufen. Ja, alles gut. Hallo, erstmal abstellen. Einmal Kopf anziehen, bitte. Ja, gerne. Dann ja, aber komm, die Blauen haben sich echt gut geschlagen, für das dass die ganze Stadt hinter denen her ist. R6 meine ich. Ich brauch mal noch jemanden hier mit auf High Ground. Wo bist du? Ja, die haben es auch wieder rausgeschafft, schau. Die Helden des Tages. Ah hey, hätten sich die nicht überschlagen? Der andere Raptor leer. Das ist bei der Nationalbank. Achso, das ist ein Feuer. Schau. Der Fox mit dem Cowboy-Hut. Das fühle ich. Ja. Ja, deswegen rennen auch dein. Victor 64 wieder back to net. Schlecht, dass die Cops mit dem roten Punkt arbeiten. Hä? Den roten Punkt? Die haben mit dem
Informativ Nord. Die haben mit dem Ding gearbeitet, mit der Taschenlampe. Hä, wie kommst du? What the fuck? Hä? Lost? Schau mal, was für ein roter Punkt. Digga, bist du lost? Schau, ich kann da rüber zielen. Schau, ich ziele auf den da mittendrin. Schau, was für ein roter Punkt. Also, das ist die maximale Lostigkeit gerade wieder, was ich da wieder höre. Ghost Mode. Ein Kollege, der für die Abarbeitung oder Durchsuchung etc. zuständig ist. Da hat ein roter Punkt. Mit einem roten Punkt haben sie mal. Mit einem roten Punkt arbeiten sie. Da. Mit einem roten Punkt. Da, ich sehe. Siehst du in der rote Punkt? Da sitzt jemand im Auto. Der rote Punkt. Er leuchtet. Der rote Punkt. Ich kann nicht mehr. Mark 107. Siehst du ihn nicht? Der rote Punkt. Er wird mich. Er wird alle hier killen. Der rote Punkt. Es ist er. Ach, wie die. Meine Fresse. Großmäuler habe ich am liebsten. Meine Fresse, Alter. Und Gunpoint nennt man das Visier. Wenn jemand anvisiert Gunpoint auf die Scheibe, auf den Fahrer, dann ist das das Visier. Oh mein Gott. Ich kann Aggressionen schieben schon wieder. Wenn ich einen Gunpoint auf die Ecke A2 nehme, dann nehme ich halt Gunpoint, dann visiere ich auf diese Ecke. Meine Fresse, Alter. Wie kann man nur so... Wie kann man nur Crocs mit Socken so hoch anziehen und den Stock so tief im Arsch haben, Alter? Boah. Und selbst wenn er den Gunpoint hat, wir haben ein Script, was den Gunpoint deaktivieren könnte, aber wir haben es mit Absicht drin gelassen. Den Gunpoint. Ah. Oh. Jetzt bin ich auch noch farbenblind, kann nicht mehr rot und weiß unterscheiden. Was ist denn da passiert? Weiß ich nicht, ich kam gerade hier runter. Ich muss mal kurz den Gunpoint checken. Was für ein Gunpoint? Boah, ich hab den Gunpoint gerade voll gecheckt. Scheiße. Was? Na, nix, ich hab gerade nur den Gunpoint gecheckt. Magst du dich auch mal kurz reinsetzen? Bitte nur kurz. Naja, ist zu. Achso, warte mal, ich mach dir kurz auf. Also es ist nicht mein Auto so, aber... Ja, ich mach dir kurz auf, ich muss kurz was für mich machen, für mein Ego. Okay. Setz ihn mal rein, bitte. Ich hab grad voll den Gunpoint auf dich, Alter. Bist voll rot. Bist schon rot im Gesicht? Oder bist immer roter, wenn ich da den Gunpoint auf dich hab? Boah, heftig, Alter. Ich fühle mich gerade wie ein Babo. Nein, Spaß. So, will ich nicht weiter aufs Korn nehmen. Das ist nur jemand, der mich gerade übelst aufgeregt hat. So, warte mal. Ich probiere mal. Ich mach das. Boah, Alter. Riesenfresse schieben, aber keine Ahnung haben. Hasse es. So. Oh, oh. Das wollte ich gerade nicht. Die haben den da irgendwo hinstellt. Ja, du kannst wieder hochkommen, falls du mich hörst. Das ist mein Gütesiegel, ist jetzt auch ein roter Gunpoint. Du kannst wieder hochkommen, gell? Das Auto steht oben. Ja, perfekt. Dupi. Danke. Jetzt ist mir echt warm. Das Rot macht man unsere Wände. Ich mal das überall hin. Das ist mein Rot. Das ist. So. Habe ich einen Funk gemutet?
Funk und informativ X-Ray über meine Wenigkeit zu erreichen. Und jetzt noch einmal, für alle Klugscheiße im Chat. Wortwörtlich übersetzt. An alle Klugscheißer. Gunpoint heißt mit vorgehaltener Waffe. Also manche sind ja echt zum Kotzen. Das heißt, wenn ich einen Gunpoint habe, dann hebe ich die Waffe gegen jemanden. Das heißt, auf gut Deutsch hat er die Waffe auf den Fahrersitz erhoben. Absolutes Fail-RP und der Punkt war sowas von rot. Ah, das ist der von dem. Wir diskutieren schon wieder, wenn sie das nächste Hops nehmen. Irgendwie hatte der das irgendwie im Urin, dass er wusste, dass er irgendwie, dass ihm irgendwas passiert ist. Oder das ist sie nicht im Knast? Steffi White ist safe im Knast, ja. Die. Steffi ist da hinten liegt. Oh, jetzt noch, warte mal noch. 3 Stunden 16 kickt der Durchfall. Scheiße. Auch mit Grafikmod. So. Jetzt ist der Zeitpunkt. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt mache ich das mit dem Soundpack. Moment. Lass mich mal schauen. Ihr könnt aber mal euren Gunpoint auf dem Abo-Button, könnt ihr den einmal erheben. Ihr könnt ihr mal auf den Gunpoint, auf den Abo-Button und auf den Like-Button. Das ist ein guter Gunpoint. By the way, der Abo-Button ist auch rot. Ne? Also bitte einmal rauf. Danke. Kuss, geht raus. So, ich geh jetzt das Soundpack reinmachen. Aber zuerst zieh ich es mir runter, damit ich keine Zeit verschwende. Das ist mir ein Riesenanliegen und danach ziehe ich es mir nochmal. So. Damit ich den Gunpoint kurz nicht. Was ist da drin da? Scheiße. Areal. Grafik. Sound. Da. Runterladen. 378. Muss ich ein GTA-Ort machen? Ein Täter, eine Geiseljubel. Ja, Juve. Schau, da habt ihr was zum Zuschauen. Habt ihr was zum Zuschauen inzwischen. Die Frau bleibt an der Nation. Adam 76 responded zum Juve. Assistant 1, same perfect. Sie gingen ein frei, sonst würde ich verhandeln. Super Motor. Negativ, beide gingen halt in den Zellen gewonnen. Night Attracts. Ja, ich komm vielleicht. Ja, Super Motor. So. Ja, check. Egal, 64 97. Rabbit, ah, er hat keine Fahrzeuge mehr sichtbar. Ja, steht wahrscheinlich drin. FM. Bad wird sich dann ganz schnell auf eine Cross, 2 Stück, bitte. Okay. Supermoto steht vorne. Easy. Ich glaube, der will auf Verhandlungen raus. So, ich gehe mal kurz das Soundpack machen. Quit it. Okay, ganz schnell. Ich muss das kurz machen. Ich gehe jetzt GTA modden live on stream. Da ist nicht ins 5M-Verzeichnis, sondern hier rein. Dann habe ich hier dann noch einen zweiten Ort. Das ist der Download. Ja. Da. X64. Nö. Ins Hauptverzeichnis rein hier, den Oshi. Datei im Ziel ersetzen. So, jetzt geht wahrscheinlich GTA, nachdem ich das da fabriziert habe, geht es wahrscheinlich nicht mehr. So, rein wieder ins RP. Drückt mir Glück bitte, dass die Sirenen jetzt funktionieren.
GTA läuft zumindest schon mal. Okay. Die Color Settings funktionieren auch noch. Gut. So, Freunde. Lass mal das Thema jetzt. Ich habe jetzt absichtlich übertrieben mit den Triggern, weil ich, ja. Na? Aber, Leute, bevor ihr irgendeine Scheiße reinschreibt, erstens informiert euch und wenn ihr schon euch nicht irgendwo anders informiert, dann fragt bitte nach und behauptet nicht irgendeine Scheiße und wühlt irgendwas auf. Danke. Gut. Damit Thema gegessen. Wir gehen jetzt dann Juve zuschauen und irgendjemand, der mit dem Motorrad flüchtet, ich hoffe mit den richtigen Sirenen, weil wenn das nicht die richtigen Sirenen sind, dann ja. Dann zum Kotzen. Freunde, haben wir die 15 Likes? Wenn ja, dann muss der CJ nochmal Schluck auf eingreifen. Ah, oh, diese richtigen Sirenen. Herrlich. So, ich stelle mich da jetzt aufs Dach. Night Atrax. Ja, will den Juve alleine ausmachen. Er hat Bock. Geht 5M wieder. Ging anscheinend die ganze Zeit. Haben irgendwie nur einige Probleme gehabt, kommt mir vor. Sprechen die gerade nicht oder habe ich gerade ein Kommunikationsproblem? Funk? Geht mein Chat gerade nicht? Mein Voice-Chat? Ich denke mal, es gibt keine Verfolgung. Okay, mein Funk? Also die sind in einem anderen Funk. Okay. Also Sprachchat geht, das liegt nicht. Ich bin im falschen Funk. Keine Ahnung, wo die drin sind. Ich habe es gerade verpasst. Dann gehen wir mal mit den Freunden nach Hause reden. Sind jetzt noch an der Einsatzstelle. Müssen wir aber nichts tun, oder? Sind schon Road to 20 Likes. Freunde, schaffen wir die heute noch? Der eine, der jetzt unten mit dem Cappy. Schaffen wir die heute noch? Ey, das wär mal wieder so ein Highlight. Nach, ich weiß nicht, wie viele Streams, dass wir die heute mal wieder erreichen. Ich muss jetzt noch telefonieren. Vielleicht einmal von den Raptor, die im Reifenblatt machen, Nagelbänder dran. DJ motiviert die Leute mal. Komm, lass sie aus ihren Sesseln schwingen und mach mal hier ein bisschen Party. Benutzt die Zeit, geht's raus, haut sie auf den Like-Button. Es ist einfach für die allgemeine Wohlheit. Ihr seid gütig, könnt damit auch zu den Gütigen. Dann packen wir hier oben zusammen. Ja. Sorry. Alles gut. Einen wunderschönen Abend. Darf ich erstmal mit dem Herrn im T-Shirt reden? Natürlich. Geht's Ihnen soweit gut, den Umständen entsprechend? Ja, einen kleinen Schock habe ich, aber sonst an sich geht's mir gut. Bald schon 2 Jahre gütig. Zu trinken haben Sie? Ja, okay, Kuss, wir werden versuchen, dich. Sie schnellstmöglich da wieder rauszuholen. Ne? Ja, das hoffe ich. Ja, wir geben uns Mühe. Gut, möchten Sie die Geisel im Arm behalten oder wollen Sie die reinmachen? Ich behalte hier draußen im Arm. Okay, wie sieht's denn aus mit Ihren Forderungen? Ich glaube, drinnen sind Sie soweit fertig? Korrekt, ja. Okay, was wäre denn so? Ich wäre mit keine Nagelbänder und freier Abzug. Okay, also einfach, Sie kommen aus den Barrieren raus, ohne dass irgendwas passiert. Korrekt, und keine Nagelbänder. Gut, ich würde das einmal kurz kontrollieren gehen, selber, dass da keine liegen. Jupp. Und käme dann wieder nach hinten. Sie können ja so lange reingehen, jo, mach ich. Wie Sie wollen. Einfach bitte nicht abdrehen. Ne, mach ich nicht. Ist auch schon so passiert einfach. Jo, jo, alles gut. Ich drücke nicht ab. Danke. Jo, dann bin ich gleich wieder da. Jo. Cool. Bin wieder da und das ist keiner. Cam hat auch keinen Bock auf mich. Sir Orlando, super. Servus, hoffentlich hast du einen guten Abend. Kannst du meine beste Freundin grüßen? Sie ist leider gestern verstorben mit 15. Danke. Was?
Mein aufrichtiges Beileid. Scheiße. Mit 15. Wenn wir schon mal hier sind. Ja. Wie viel machst denn du mit dem ganzen Zeug? Shit, Alter. Das 1097 Treppe. Ja, nachdem wie der Preis ist, kommt man da bei um die 140.000. Meine Leitung an alle nochmal Rückfrage. Je nachdem, wie der Preis gerade ist. Aber man kann so zwischen 140 und 170.000 machen damit. Hat jemand das FD schon verständigt? Ja. Positiv. 1000 Down. Wo liegen denn Nagelbänder? Ich glaube, sie liegen nirgendwo. Sorry, hab's gerade falsch verstanden. Dankeschön. Ey, auf jeden Fall, mein aufrichtiges Beileid. Dankeschön für 10 Euro, mein Gütigster. Und ja, ich grüße deine beste Freundin. Ruhe in Frieden, ne? Perfekt. So. So, jetzt hören Sie mich. Also ich habe das eben kontrolliert. Ich bin zwar grundsätzlich dieselbe Meinung, so wie was Laurin hier geschrieben hat. Meine Frage hat, ist einfach, kommen Sie da rechts durch anders. Ohne weiteres, oder? Ich komme da rechts durch, ja. Okay, Nagelmänner liegen keine, Ihnen wird auch nichts passieren. Mit Motorrad sind wir sowieso immer sehr vorsichtig. Natürlich, das finde ich sehr schön. Wann wollen Sie denn los? Brauchen Sie noch ein bisschen Zeit, um sich zu sammeln? 30 oder wollen Sie am liebsten gleich direkt? Wie ist das mit Ihnen? Wollen Sie lange warten oder wollen Sie... Wir sind so... Mir spielt es gar keine Rolle. Und die Zeit richtet sich nach Ihren. Dann würde ich sagen, einfach mal... sagen wir 29 einfach. Also gut, dann machen wir 29. Die Geißel würde ich dann gleich hier so entgegennehmen, damit sie unproblematisch aufsitzen kann. Und dann wird das so laufen. Ah, jetzt gucke ich, dass der Dings noch verschwindet da. Jupp, alles klar, danke. Perfekt, danke. Birdie, informativ, um 29 geht es los. Könnt ihr bitte den Terror gerade noch ein bisschen weiter vorgeschieben? Du bekommst scheinbar das erstmal, was du willst. Ja. Jungs, der Suburban. So. Ach ja. Kannst du dich einsetzen, also die letzte Minute. Passt schon, ich stehe. Freunde, wir sind jetzt nicht da, um zu urteilen, was fake ist und was nicht ist oder wer wie was. Seid jetzt einfach mal nicht gehässig. Ich finde es super. Ja, ich habe mit einem Kollegen mal überlegt, eventuell auch mal so eine 29 geht's los für die, die es noch nicht weg. Jedes Dankeschön für den Euro-Kuss. Aber du musst jetzt aufpassen, nicht, dass sie das jetzt gerade gehört haben. Welche Kameras? Ne, ich spiele nur ein bisschen mit. Achso, okay. Dann komm, wir gehen. Jeder kommt raus. Jetzt gibt's eine epische Verfolgungsjagd. Wollen Sie erst noch den Tank checken oder passt das schon? Folgende Einheiten bereit machen. Steigt auf. Ja, passt schon. Passt das so? Ich kann für ihn. Kannst da hinlaufen. Geht los, ja. Tschüss. Fahrzeug flüchtet Richtung Annels Autohaus. Ja, aber Freunde, for real, ich finde das Grafik-Setting, so wie ich es jetzt habe, also gegenüber dem letzten Mal noch ein besser und angenehmer. Für mich vor allem als Spieler, für die Augen. Es sticht nicht mehr so extrem. Kommt es euch auch vor? Also ich finde, so wie es jetzt ist, noch einmal ein Ticken angenehmer als letzten Stream noch. Fährt weiter auf dem West Highway auf. Torwartverfolgungsjagd. Was denn jetzt den Grenzposten? Der fährt aber High Risk, ne? Scheiße, wenn der mit dem Auto auf sich spawnt, Alter, dann ist er im Arsch. Schumisch vorbei. Jetzt West Highway Bank weiter Richtung Police Academy.
weiterhin auf dem West Highway Northbound. Alter, der Kopf hängt hinten dran. Hat's den Kopf zerbröselt? Was denn jetzt? Na. Fährt auf die Route 68. Route 68 Tankstelle vorbei. Mal jemanden, der aus Richtung Sandy kommt, Route 68 zu machen kann? Das ist eine geile Perspektive. Wenn's jetzt aufs Maul haut. Da kommt so richtig so. Passieren jetzt die Auffahrt der Police Academy. Fährt weiter in Richtung Sandy. Demon Mode, bist wirklich der einzige RPler, den ich aktiv schaue und echt leiden kann. Grüße gehen raus. Grüß Digi, dankeschön. Route 68 Eastbound. Fährt rechts Richtung. Was? Oh mein Gott. Das ging jetzt mit der Frage, wer hatte denn das FD gerufen? Ist wieder umgedreht, fährt jetzt auf der Route 68 wieder Richtung West Highway. Da gab's einen Stillstand. Ja, also hinten rein donnert, boah. Haben die sich schon gemeldet? Negativ. Fahren jetzt wieder auf der Route 68 Richtung West Highway. Jetzt hat er sie ganz gut schon abgehängt. Passieren jetzt die Police Academy auf. Die Polizei muss ein bisschen aufholen jetzt, ne? Fahren jetzt weiter Richtung West Highway, immer noch auf der Route 68. Okay, sie haben wieder ein bisschen aufgeholt. Aus der Perspektive haben wir eigentlich eine Verfolgung gesagt. Oh shit! Hat sich gemault. Das meinte ich von der Frontperspektive. Person verletzt, hat Waffe in der Hand. Gut, der steht nicht mehr auf. Wir rufen das FD. Die Antwort auf die Frage. Wir verständigen das FD für Sie. Alles klar, dann würde ich es ja trotzdem einmal die Waffe wegzupacken. Ich nehme ihn einmal die Waffe aus der Hand. Dann brauchst du da nicht mehr anfahren, sorry. Alles gut. Der arme Junge. Oh. Ja, verfolgen kurz vor. Dürfte ich Sie fragen, wo Sie Ihr Personalausweis haben? Dürfte ich Sie noch einen Personalausweis machen? Ich werde den einmal rausnehmen, ja? Das ist genau mein Humor. Herr Max. So mit 200 Motorradunfall hinkniet. Hinkniet so. Wo ist denn Ihr Personalausfall? Personalaus. Wo ist denn Ihr Personalausfall? Wo ist denn Ihr. Haben Sie einen Personalausweis für mich? Müsstest du mal so jemanden ins Koma, der gerade aufwacht und dann gehst hin so, sorry, gell, du, aber im Perso, der ist in der, achso, na, in der Hosentasche, nehm einen Katheter da, gell, ja, passt, nehm ich mal kurz, gell, danke, ciao. Brauche ich mal ganz kurz. So, Motorradunfall so auf dem Highway, Knochen steht raus aus dem Bein. Halb alles bewusstlos liegt so da. Servus, du. Du, ganz kurz, dass ich dich störe, gell? Aber, da, neben dem Bein, achso, da, das Anbrochene. Achso, da, das, also das Hinnige. Ja, aber in der Kniehosentasche. Achso, na, warte mal, ich brauch kurz den Ausweis. Gib's mir den eh kurz, gell? Na, brauche ich ganz kurz, danke. Na? Alles gut, ja, na, passt schon. Du, bleib ruhig da liegen, ist alles gut. Ich versuch dich nicht, aber kurz der Ausweis, gell? Danke. Bin gleich wieder da. Du bleibst einfach da liegen, gell? Aber bitte ganz kurz den Ausweis. Gell? Danke. Sonst kann ich nicht die Rettung rufen. Passt schon. Sehr gut. Das ist genau mein Humor. Das müsste man mal in echt machen. So. Jemand liegt da schwer verletzt. Sehr was. Hallo, Christiana. Du, gell? Was auch immer da gerade passiert ist, gell? Es tut mir viel leid. Ich hoffe, du hast keine Schmerzen. Hörst du mich, gell? Holst du mich herst? Du, wo hast denn du eigentlich deinen Ausweis? Wo? Was? Achso. Also der hört mich nicht, der redet nichts mehr mit. Achso, ja, Hosentaschen. Na, passt. Nimm ich mal aus, gell? Ciao, servus. Ich rufe mal dann einmal kurz die Rettung. Du bleibst einfach liegen. Sehr wurscht. Also manchmal ist RP einfach lustig.
Genau, bevor er wegläuft. Du rennst den nicht weg, gell? Wie meinst du jetzt? Du, der offene Bruch da, gell? Nicht weghumpeln. Ich sehe das. Ich hab deinen Ausweis da hinten, gell? Ach, nicht, dass du auf dumme Gedanken kommst, gell? Falls du auf alle Viere weglaufen willst oder im Handstand, ne? Rennst mir da nicht weg. Jetzt habe ich deinen Ausweis. Ich werde dir anzeigen, wenn du wegrennst. Ja, ja. Jetzt habe ich die in der Hand. Ihr müsst euch das einfach mal in der Realität vorstellen. Wirklich so 200 km/h Motorradunfall. Gibst du mir den Ausweis, dass du nicht wegrennst, Depper da? Ja. Hey, wurscht. Es war kein leichter Aufprall. Was für eine Geschwindigkeit hatte er denn drauf? Minimum 230. 230? 230. Boah. Jesus. Also ja, auf jeden Fall. 230 der Aufprall. Also ich finde das super. Der Ausweis macht den Unterschied. Der hat ihn geschützt. Stimmt, und die Papiere, ob das Motorrad ja angemeldet ist, weil gar ist es gestohlen. Okay, ich habe einen Koffer dabei, da ist Stiffneck drin und so weiter, Bandagen. Alles gut. Kann man erstmal die Erstversorgung starten. Dann machen wir das. Erstmal ein Stiffneck anlegen. Also grundsätzlich glaube ich, wenn es dich mit Motorrad mit 230 schleudert, bist du Maja. Da bist du Maja. Oder du liegst in mehreren Teilen irgendwo. Also das Motorradunfälle, glaube ich, sind mitunter einer. Es sind sicher Rettungssanitäter oder so Notfallpersonal hier bei mir im Chat. Ich glaube, so Motorradunfälle sind, glaube ich, mitunter eins der ekelhaftesten Sachen, glaube ich, die es gibt. Also wenn so ein Menschen, der ohne irgendwo in der Kabine drin sitzt, zerbröselt, Digga, das muss grausam sein. Also wenn es jemanden mit 200 am Highway, jetzt sagen wir mal auf der deutschen Autobahn irgendwo zerlegt, Alter, ich glaube, da ist es echt nicht so unwahrscheinlich, dass da Einzelteile liegen. Dass da ein Arm liegt oder der komplett irgendwie... Ich glaube, wenn ich so jemanden sehe, so komplett zerlegt nach so einer... Mich würde es umhauen, ich würde das sehen. Ich glaube, ich würde kollabieren. Also ich würde wirklich Cola und Bier mischen und einfach kollabieren. Boah, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Ganz schnell Themenwechsel. Boah. Na gut, was geht eigentlich mit... Kinder ist schlimmer, ja, okay, stimmt, ja. Kinder ist natürlich die oberste Liga. Also das glaube ich sofort. Wie schafft man das? Sehr schönes Thema, wir lassen es auch, wir lassen es lieber. Guten Tag. One-Way-Ticket. Moin. Kannst du wieder raus, ja. Laufen Sie in die Freiheit. Jetzt wird die Tür blockiert. Dankeschön. Ah, jetzt. Vielen Dank. Jo, gerne, na. Ciao. Platzieren sich die gerade da wegen dem Blauen? Freunde, lass mal bitte das Thema. Ich kann das eh schon so nicht ab. Das geht. Nein. Wir kümmern uns um die schönen Dinge des Lebens. Wir erzählen uns, wie schön die letzte erfolgreiche Motorradtour war. Das ist besser. Das Draco mit einem Euro. Dankeschön. Der Gütigste. Der Gütige. Achso, habe ich noch Volume 0 oder was? Jo, okay. Okay. Das Ganze beruhigt sich da jetzt mal. Gut, jo. Könntest du mal eine Verfolgung im schlechtesten Motorrad machen? Mit so einer Chopper, ja? Könnte man mal machen. So, Freunde. Aber, weil ich
der Freundin versprochen habe, dass wir gemeinsam schlafen gehen und weil es mir auch gut tut, wenn wir früh beide aufstehen, weil wir sind fleißige Bürger und sind gütig. Ja, werde ich den Livestream für heute mal beenden und mich dann fertig machen, damit wir dann 22 Uhr Bett ready sind, ne? Freunde. Ja, wie gesagt, ich danke euch wieder für den heftigen Livestream. Auch danke an die Spieler hier von RLO, die hier heute sehr geilen Content geliefert haben. Nicht ich habe heute den Content geliefert, sondern ja, die RP-Community hier auf unserem Server. Kuss geht raus an euch, ne? Lassen Sie gerne ein Abo da. Hauen Sie auf die Glocke. Der Patrick muss jetzt auch schlafen gehen. Sonja, bring ihn dazu, dass er jetzt auch ins Bett geht. Und könnte das nicht ab... Dankeschön für euren Support. Lassen Sie, wie gesagt, gerne ein Abo da. Drücken Sie auf die Glocke. Wir werden immer mehr und das ist immer schön. Haut's auf den Like-Button. Vielleicht schaffen wir im Nachhinein die 20 Likes. Im Stream haben wir es heute nicht erreicht. Nicht schlimm. Geht weiter. Und wir, wie gesagt, ja, danke euch. Nach dem Stream jetzt, sobald der Stream beendet ist, geht's nochmal rein. Lasst einen Kommentar da. Ne? Verfehlt den Gunpoint nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Livestream. Ach ja. Wie gesagt, vielleicht, wenn... Wenn morgen 5M und alles mitspielt und so, dann kommt eventuell morgen Abend ein Livestream. Lancer. Okay? Freunde. Also, so ist es zumindest geplant. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Wie gesagt, es ist noch nicht safe, dass morgen einer kommt, aber es kann sein, dass morgen einer kommt. Na? Wie gesagt, dann werdet ihr auch sehen, was alles noch passiert ist an diesem Abend von Lancer, weil ihr wisst ja nicht so, was passiert ist noch. Jetzt Soundpack. Soundpack ist schon drin. Gehen schlafen, Mann. Gute Nacht. Also, liken, abonnieren, kommentieren. Erzählt zu euren Freunden davon. Wir sehen uns im nächsten Livestream. Ich küsse euer Herz. Dankeschön für alle, die kostenlos und kostenpflichtig unterstützt haben. Ich danke auch den Gütigen. Kuss geht raus, speziellen Kuss an die Gütigen. Ihr seid auch absolut die Besten. Kuss, wir sehen uns im nächsten Stream. Hauen Sie rein, gute Nacht und Servus.